Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Anna Konrad, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin hier mit meinen zwei lieben Kolleginnen, mit der Linda Reiter und der Magdalena Lettner. Die beiden, oder wir drei gemeinsam, werden heute durch das Meeting führen. Die Magda wird den Chat im Auge behalten und auch die Teilnehmerinnen, falls jemand zu spät kommt. Wenn es irgendwann zwischendurch Fragen gibt, die dringend sind, bitte einfach in den Chat posten oder das Handheben-Feature nutzen. Ich glaube, nach irgendwie 3 Jahren Zoom kennt das eh jeder, aber man sagt es halt trotzdem nochmal. Ansonsten werde ich jetzt gleich kurz einleiten und die Agenda vorstellen. Und ja, genau. Wir freuen uns total, dass heute wieder so viele von euch hier sind. Für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind und vielleicht auch noch nicht selber Challenges bei Museumstars haben, erzähle ich vielleicht so ganz kurz noch ein paar einleitende Worte. Museumstars ist eine App, die wir von FluxGuide, also wir sind hier gerade im FluxGuide-Büro, wir sind eine Agentur aus Wien, die seit mehr als 10 Jahren darauf spezialisiert ist, Apps und andere digitale Tools, sei es Lernplattformen, Touchtables, alles, was irgendwie mit digitaler Wissensvermittlung zu tun hat, zu entwickeln und das ganz spezialisiert auf den Museums- und Cultural Heritage-Bereich. Wir machen auch andere Sachen, aber unser Kernthema ist Museum und Cultural Heritage. Deswegen haben wir auch im ersten Lockdown 2020, als plötzlich alle Museen zu waren und alle unsere Museumspartnerinnen vor verschlossenen Türen standen, überlegt, wie können wir hier unterstützen. Und da ist die Idee zu Museumstars gekommen. Das ist eine Hub-App, in der mittlerweile mehr als 100 Museen aus dem ganzen Dachraum und sehr bald geht auch das erste in den USA live, hier Challenges anbieten. Challenges sind so kleine Lernspiele, Lernchallenges, wo man kartenbasiert, sequenziell Geschichten erzählen kann, das Ganze mit Quizinhalten verknüpft und so quasi nicht nur passiv Informationen konsumiert, sondern die auch direkt spielerisch anwendet und erlernt. Das machen mittlerweile mehr als 6.000 aktive Userinnen. Das sind nicht mal die aktuellen Zahlen, weil wir wollten die noch raussuchen und hatten dann keine Zeit mehr. Das heißt, wahrscheinlich sind es mittlerweile schon noch mal mehr. Und über 150 solcher Remote-Challenges bieten unsere Museen hier an. Remote deswegen, es ist ja im Lockdown entstanden und danach weitergegangen. Diese Challenges sind dafür gedacht, dass man sie wirklich zu Hause, in der Schule, außerhalb des Museums spielt. Man muss also nicht physisch vor Ort sein, sondern kann das jederzeit, überall, ortsungebunden und zeitlich ungebunden spielen. Und heute kommen wir hier zusammen mit einem Fokus auf den Einsatz von Museumstars im Speziellen und digitalen Tools generell für die Vermittlung mit oder die Vermittlungsarbeit mit Schulklassen und Kindern und Jugendlichen im Allgemeinen. So, was erwartet uns heute? Zuerst wird meine Kollegin Linda kurz noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was quasi uns von FluxGuide auch zu diesem Thema geführt hat und was wir in den letzten 10+ Jahren hier schon für Learnings mitgenommen haben. Das heißt, das Ganze ist unter dem Titel das Art Lector Prinzip. Wir haben nämlich tatsächlich auch vor einigen Jahren mal ein Forschungsprojekt mit einer Universität zu diesem ganzen Thema gemacht, aber dazu gleich mehr. Dann kommt der richtig spannende Teil. Aber ich glaube, alle sind ja heute vor allem da, weil wir diese Community Meetings ja organisieren, damit ihr von den Museen auch untereinander in den Austausch kommt. Also natürlich mit uns auch, aber auch mit euren Kolleginnen und Kollegen, damit man hier einfach von den unterschiedlichen Erfahrungen lernen kann, sich austauschen kann, voneinander profitieren, was mitnehmen kann und auch einfach neue Kontakte knüpft oder festigen kann. Hier werden wir 3 Vorträge haben.
Und zwar drei Museen, die über ihre Projekte berichten. Das ist das Keltenmuseum Hallein, das Stadtpalais in Stuttgart und, das freut uns ganz besonders, wir haben auch zu Gast den Stefan Muhler, der ist Lehrer in einem Gymnasium in München und hat mit seiner Schulklasse ein zweijähriges Projekt gemacht, wo wirklich die Schulklasse gemeinsam mit wissenschaftlicher Unterstützung Challenges erstellt hat. Also eine ganz andere Seite, wo man dann vielleicht hoffentlich auch als Museum dann wieder was mitnehmen kann, wie, okay, was wollen denn, wie schauen denn die Schulklassen sich das eigentlich an und was können wir uns denn da noch mitnehmen davon? Ja, und dann soll das Ganze in eine Diskussion und einen Austausch führen. Wie gesagt, das ist ja kein Frontalvortrag oder nur Teil, es ist zu einem kleinen Teil, sondern es soll ein Austausch und eine Diskussion sein. Wir werden auch da bei diesem Austausch mitnotieren, wir haben ein Miroboard vorbereitet und eins der Outcomes von heute ist, dass wir gemeinsam ein Plakat erstellen wollen, das hier nochmal so Tipps und Tricks für die Vermittlungsarbeit mit Schulklassen, Kindern und Jugendlichen zusammenfasst, in das wir dann gemeinsam hineinarbeiten können und das wir euch allen zur Verfügung stellen. Habe ich was vergessen? Super. Gut, dann legen wir auch gleich los. Wir wollen ja nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen und viel Zeit für Diskussion und Austausch lassen. Deswegen, liebe Linda. Ich sage zwei Worte noch dazu. Wir nennen das Ad Lecto-Prinzip. Das rührt noch aus dem Forschungsprojekt, das wir mit der Universität für angewandte Künste hier in Wien vor einigen Jahren durchgeführt haben und das uns seither auch in allen unseren Kundenprojekten, also Museumsprojekten, leitet. Es ist das Wissen darüber, dass der Museumsbesuch ja nicht einzig und allein im Museum vor Ort beginnt, sondern dass das Museum ja darüber hinaus in die Lebenswelt der Besucherin hineinreicht und dass vor allem, wenn wir beim Thema Schulklassenbesuche im Museum sind, solche Museumsbesuche vorbereitet werden und nachbereitet werden. Und digitale Tools, die wir bei Fluxwert eben entwickeln, können genau da unterstützen, dass eben jetzt in speziellen Schulklassen schon vor dem Besuch auch digital eine Plattform erhalten können, mit der eben solche Themen, die dann im Museum behandelt werden, schon vorbereitet werden können und anschließend auch noch mit nach Hause oder wieder mit in die Schulklasse mitgenommen werden können. Das Schöne dabei ist, dass wir jetzt mit Museumsstars das auch wiederholen. Also wir haben auch wieder die Möglichkeit, bei Museumsstars das zu nutzen, die Challenges, die wir hier alle gemeinsam entwickeln, als eine Vorbereitung für den Museumsbesuch zu sehen, als eine Möglichkeit, während des Museumsbesuchs durch das Haus zu führen, interaktiv durch das Haus zu führen und eben vielleicht das Allerwichtigste nach dem Besuch, das Interesse hochzuhalten für die Museumsthemen, indem man eben anschließend eine solche Challenge spielen kann und die höchstwahrscheinlich mit einem höheren Punktestand abschließen kann, als das vorher noch möglich gewesen wäre. In unseren anderen Projekten außerhalb von Museumsstars, ich glaube, wir haben eine Folie dazu, vielleicht könntest du einmal weitergehen, ist das Thema natürlich noch ausbaubar. Also das Thema Lernplattform insgesamt kommt bei uns immer wieder vor. Das sind jetzt hier drei Beispiele. Ganz links zu sehen ist eine tatsächlich genannte Lernplattform für ein Museum in der Schweiz, das Museum Riedberg. Da ist interessant gewesen, dass die Ausstellung als solche schon lange vorbei gewesen war. Also das Thema war der Buddhismus in der Schweiz und es war so viel Material entstanden während der Ausstellungslaufzeit, dass überlegt wurde, dass das ja eigentlich irgendwie halten bleiben soll. Und eben mit dieser Lernplattform, die immer noch live ist, das ist eine Website, die wir für das Museum entwickelt haben, jetzt all dieses Lernmaterial im Netz weiterhin leichtfüßig auffindbar ist. Und um den Connect zu schaffen zum Museumsstars, das ist natürlich auch unser erster Tipp für euch. Wenn ihr eine Ausstellung habt, die eine bestimmte Laufzeit hat und dann zu Ende geht,
dann haltet doch das Interesse aufrecht und das Angebot aufrecht für dieses Ausstellungsthema, indem ihr Challenges macht, die natürlich für alle Zeiten gelten können. Und natürlich auch das ganze Material, das hier für die Vermittlungsarbeit aufbereitet wurde, hier nachgenutzt werden kann. Genau. Das wäre natürlich jetzt von hinten aufgerollt, um bei diesem Art-Lektor-Prinzip zu bleiben, was mache ich nach dem Museumsbesuch. Aber auch während des Museumsbesuchs machen wir in unseren Flugzeugprojekten sehr oft schaffen wir Möglichkeiten, dass sich Schulklassen in Gruppen zusammenfinden können und jede Gruppe macht auch wieder eine Tour durch das Haus oder durch die Ausstellung und jede Gruppe tritt auch gegeneinander an. Also sie können sich gegeneinander gegenseitig messen und am Ende auch vergleichen, wer ist denn jetzt hier der Sieger. Und auch das wiederum ist mit Museumsstars möglich, denn ihr hättet im Prinzip die Möglichkeit, zu einer derselben Ausstellung mehrere Challenges zu erstellen und dann die Schülerinnen in Gruppen aufzuteilen und zu sagen, Gruppe A macht diese Challenge, Gruppe B macht die andere Challenge. Jetzt schaut doch einmal, welche dieser, wie viele Punkte habt ihr denn jeweils? Das natürlich als Motivationsanschub funktioniert, weil wenn man sich quasi spielerisch gegeneinander messen kann, das ist vielleicht im ersten Moment, denkt man sich, na, man will ja nicht, dass die dann jetzt so nur um Punkte kämpfen. Aber gerade dieses spielerische Element ist dann ja auch so ein Motivationsanschub, dass man sich vielleicht doch nochmal besser oder intensiver und schaut, dass man gut durchkommt und die Antworten findet. Genau, das spielt dann natürlich mit. Ja, und letztes Beispiel. Ich hatte schon gesehen, die Kollegin aus dem Deutschen Bergbaumuseum Bochum ist auch heute mit dabei und freut mich natürlich, weil wir haben das gemeinsam hier entwickelt. Das sind, wir sehen es rechts, die Lernkumpels aus dem Deutschen Bergbaumuseum. Das ist eine Idee, dass die Nutzung von Avataren, eine intensive Auseinandersetzung mit den Themen, besonders für Jugendliche, schöner macht, möglich macht. Im Museum selbst gibt es sogenannte Entdeckertouren. Die Schülerinnen entscheiden sich für verschiedene Avatare und werden dann ganz persönlich, und zwar über, das ist hier ein besonderes Projekt, in einem Art Messenger-Chat geführt. Also sie unterhalten sich mit diesen Avataren. Und das können sie dann anschließend zu Hause auch noch weitermachen. Also der Avatar begleitet die Nutzer zu Hause, kommt immer wieder mit einer neuen sogenannten Story und sagt, hey, ich habe doch hier was für dich. Ja, wie machen wir den Connect zum Museumsstars? Warum erwähne ich das? Also die Nutzung von Avataren, diese ganz persönliche, personalisierte Ansprache mit Hilfe von Figuren, sehen wir beim Museumsstars. Das kommt in einigen Challenges auch schon vor. Also es gibt die eine oder andere Challenge, ich erwähne mal kurz das Kuttmuseum. Die haben so eine kleine Figur, die durch die Challenge durchführt. Hutbert. Den Hutbert. Das ist eine wunderbare Lösung, um eben dafür zu sorgen, dass das ja noch netter wird und man noch mehr Lust bekommt, diesen Hutbert vielleicht mit einer neuen Challenge wiederzusehen. Ja, ich höre auch schon auf zu reden. Das, was wir einfach mitgeben wollen hier als Team Flugsfeld, wir machen das einfach ständig in allen Projekten. Wir sehen Museumsstars halt ein Wahnsinnspotenzial, all diese verschiedenen Vor-, Während- und Nach- dem Besuch-Möglichkeiten zu nutzen. Und ihr wisst alle inzwischen mehr oder weniger gut, wie Challenges angelegt werden. Also vielleicht nimmt das auch mal mit für eine neue Challenge demnächst, dass die ein oder andere Neuigkeit mit reinfließen kann. Super. Machst du das? Ja. Danke. wie gesagt, wir haben versucht, unseren Part sehr kurz zu halten. Wenn jetzt jemand vielleicht auch zu den Projekten, die Linda erwähnt hat, oder zu diesen Prinzipien irgendwie noch Fragen hat, können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren. Am Ende kommt auch nochmal unsere E-Mail-Adresse. Aber dann sagen wir jetzt quasi gleich, noch nicht ganz, aber gleich Bühne frei für unsere Gastvortragenden. Vielleicht zwei Hinweise von mir noch vorab. Wir werden es so machen, dass alle drei jeweils so
maximal 15 Minuten für Ihren Vortrag Zeit haben. Die müssen Sie nicht ausnutzen, aber nur damit es sich quasi ausgeht, 15 Minuten maximal. Und wir machen es so, dass ich darum bitten würde, wenn es Fragen gibt, wenn Fragen auftauchen, dass ihr die einfach in den Chat schreibt oder euch selber aufschreibt und später dann in der Diskussion stellt, damit wir quasi zuerst die drei Vorträge hören können. Weil ich nehme an, dass sich manche Themen oder Fragestellungen vielleicht bei allen dreien ähnlich stellen könnten oder wiederholen oder zusätzlicher Input kommt, der dann nochmal als Kontext gut ist. Das heißt, dass wir danach in die Diskussion gehen. Wenn es aber Verständnisfragen gibt zu den Projekten oder hier noch was unklar ist, die dann bitte auch einfach direkt in den Chat schreiben. Die Magda wird das Ganze monitoren und auf die können wir dann vielleicht direkt nach den Vorträgen eingehen. Genau. Und ansonsten beende ich jetzt meine Präsentation, damit der Martin seine starten kann und sage Bühne frei für das Stadtpalais Stuttgart. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung und hallo in die Runde. Ich hoffe, man kann mich hören. Jawohl, ich sehe ein Nicken. Gut, dann ist die erste technische Hürde schon mal überwunden. Dann machen wir noch die zweite, nämlich das Bildschirm freigeben. Jawohl, und jetzt müsste eigentlich auch, jawohl. So, kann man es denn sehen? Ich sehe auch wieder ein Nicken, wunderbar. Sehr gut. Gut, ich bin gleich am Anfang, als Museumstars ins Leben gerufen wurde, bin ich angeschrieben worden, ob ich denn vom Stadtpalais Museum für Stuttgart auch eine Challenge einstellen wollte. Habe ich dann auch gemacht, so nebenher, ziemlich lange gedauert, weil wir doch auch wegen Lockdown mit anderen Problemen zu kämpfen hatten. Aber bei der Erstellung habe ich bereits gemerkt, dass ich dieses Tool auch wunderbar nutzen lassen könnte für die Vermittlungsarbeit, nämlich indem ich Kinder selber quasi solche Challenges erstellen lasse. Und als sich dann abgezeichnet hat, dass die Lockdowns so allmählich vorbei sind, dass man wieder auch mit Schulklassen im Museum arbeiten kann, bin ich das dann auch tatsächlich angegangen. Und das, was daraus entstanden ist, ist die Challenge von Broschen, Hockern und kleinen Gespenstern. Ein Projekt mit Kindern aus der Nachmittagsbetreuung. Ganz kurz zu uns. Ich bin eben hier in der Abteilung Bildung und Vermittlung im Stadtpalais Museum für Stuttgart. Uns gibt es jetzt seit fast 5 Jahren tatsächlich ein sehr junges Museum, das Stuttgarter Stadtmuseum. Aber nicht nur das, wir versuchen auch, uns in die Stuttgarter Stadtgesellschaft einzubringen. Wir sind ein Veranstaltungsort, wir machen Events. Wir haben ein Stadtlabor, in dem wir uns hauptsächlich auch um Themen der baukulturellen Bildung kümmern. Und im Sommer versuchen wir uns auch unsere Freiräume draußen, unsere Grünanlagen auch ebenfalls zu bespielen mit einem großen Sommerfestival. Nur so viel zu uns. Selber sind wir in Stuttgart tatsächlich an einem sehr präsenten Ort, mitten in der Stadt. Das ehemalige Wohnhaus des letzten württembergischen Königs Wilhelm II. Gut, wer war beteiligt? Das sind die Kinder der Museums AG. Das ist von uns eine sehr schöne Sache, denn wir haben quasi in Laufweite, nur 5 Minuten weg, befindet sich eine Grundschule, die Galileo-Grundschule, die wir eigentlich schon schon vor der Eröffnung des Museums mit an Bord geholt hatten. Und daraus hat sich das hat sich institutionalisiert in der Museums AG, in der Nachmittagsbetreuung. Die Kinder können in der Nachmittagsbetreuung immer verschiedene AGs auswählen. Eine davon ist die Museums AG, kommen also einmal in der Woche, so in der Regel so 8 bis 10 Kinder kommen zu mir ins Museum und ich kann eben auch längerfristige Projekte mit den Kindern machen, was ganz, ganz toll ist. Und wie man an den Bildern sieht, natürlich, wir lassen uns immer auch schön die Fotogenehmigung geben. Also das heißt, sie sind auch dann schön im Einsatz, um Dinge zu testen, aber auch B, um schöne Aufnahmen mit Kindern im Museum zu bekommen. Aber es ist für mich natürlich auch immer eine Spielwiese, um mal neue und andere Ansätze auszuprobieren und so Methoden, die ich jetzt bei buchbaren Programmen jetzt nicht unbedingt gleich einsetzen wollen würde.
Gut, ich hatte bei der Konzeption von diesem Projekt ein paar Gedanken, wie ich es denn gerne angehen wollen würde. Das eine war auf jeden Fall, es sollte ein entdeckendes Lernen sein. Die Kinder sollten ganz, also möglichst viel selbst entdecken, selbst machen, selbst beteiligt sein an allem Schritten, die wir machen. Die Kinder sollen sich ihre Objekte eben selbst aussuchen, die dann in der Challenge verwendet werden sollten. Sie sollten natürlich auch allein die Arbeit im Museum kennenlernen. Was steckt so dahinter? Wie läuft eigentlich so Inventarisierung ab? Was machen wir mit unseren Objekten eigentlich? Sie sollten eben an allen Schritten beteiligt sein und sie sollten selbstständig sein am Erforschen der Objekte und am Schreiben der Texte. Also ich wollte da möglichst wenig Steuerung und Input geben, sondern auch die Kinder tatsächlich selbst machen lassen, damit es auch ihre eigene Challenge ist. Ja, zur Umsetzung lief es dann am Ende so ab, also quasi ich erzähle jetzt das, wie es tatsächlich ablief, nicht wie ich mir das vorgestellt habe. Das weiß ja jeder, der mit Kindern arbeitet, dass es immer etwas anders läuft, als man sich gedacht hat. Der erste Schritt war natürlich, wir gehen ins Museum, in unsere Dauerausstellung. Da zeigen wir die letzten 200 Jahre der Stuttgarter Stadtgeschichte. Und tatsächlich hatte ich den Kindern vorher nur ein bisschen was über das Museum und was es hier so zu sehen gibt erzählt, aber sie waren tatsächlich selber noch nicht in der Ausstellung. Und ich habe jedem Kind mehrere Karten in die Hand gegeben. Auf der einen stand, das ist interessant. Auf der zweiten stand, hä? Und auf der dritten stand, das ist langweilig. Das war so ein bisschen das Ziel dabei. Die Kinder sollten eigenständig die Ausstellung betrachten, durchgehen und dabei an Karten dorthin legen, wo sie für sie passend sind, eben was für sie tatsächlich langweilig ist an langweiligen Stationen. Das hat jetzt nichts mit der Challenge zu tun, sondern das wollte ich eigentlich nur so als Feedback haben. Die Karte hä an Stationen, die ihnen nicht einleuchten, die sie nicht verstehen, wo sie Fragen dazu haben, was das soll. Und die grüne Karte eben, das ist interessant bei denen Sachen, wo sie interessant waren. Das sollten dann auch die Objekte werden, die dann in der Challenge verwendet werden. Natürlich bin ich dann mit den Kindern, hat dann ein, zwei Einheiten gebraucht, eben dann durch die Ausstellung gegangen zu den einzelnen Stationen und wir haben darüber gesprochen, was man da jetzt genau sieht und habe schon ein bisschen was erzählt zu den Objekten. Gut, dann ging es darum, eben alle diese Objekte, von all diesen Objekten, die wir jetzt gefunden haben, eines auszusuchen. Das ist mal so ein Teil davon, welche Objekte sich die Kinder eben als, das ist interessant, ausgewählt hatten. Ich habe die alle ausgedruckt und dann den Kindern vorgelegt. Jedes Kind durfte sich eines aussuchen und gleichzeitig haben sie ein Arbeitsblatt bzw. eine Arbeitsmappe dazu bekommen, wo sie bereits reinschreiben konnten, was sie denn über dieses Objekt wissen. Sie durften es auch nochmal abzeichnen oder ein Bild davon aufkleben. Und ich habe ihnen ebenfalls die Ausdruck aus unseren Inventarisierungen gegeben, eben um einfach auch zu zeigen, wie wir damit umgehen und was wir über diese Dinge haben. Genau, dann ging es als nächstes darum, zu jedem Objekt, dass sich dann jetzt jedes Kind tatsächlich eines ausgesucht hat. Von denen habe ich mir die Mühe gemacht, dann alle Informationen zusammenzutragen, die wir noch so über dieses Objekt haben. Hier beispielsweise über die Claire Heliot. Das war eine Domptöse im 19. Jahrhundert. Mal einfach geschaut, was wir noch so in unseren Laufwerken da haben. Das alles ausgedruckt und wir sind diese Sachen gemeinsam durchgegangen. Die Kinder durften dort ihre Fragen stellen und haben so natürlich ganz, ganz viel über diese Objekte dann auch erfahren. Schließlich ging es dann darum, eben selbst die Texte und die Quizaufgaben zu erstellen. Das habe ich so gemacht, eben wieder ein Arbeitsblatt. Das ist der Text zu meiner Quizaufgabe, wo jedes Kind tatsächlich auch den eigenen Text dann zu dieser Aufgabe geschrieben hat. Und ich habe mich begrenzt auf zwei mögliche Quizaufgaben. Das eine Schätzaufgabe und das andere eine Rätselfrage mit den möglichen Antworten. Da durften die Kinder sich dann eben auch eine eigene Frage überlegen und die möglichen Antworten dort eintragen. Ja, das Ganze wurde von mir ins CMS eingetragen und dort habe ich tatsächlich nichts verändert, außer dass ich über die Rechtschreibung ein bisschen drüber gebügelt habe. Und wir haben uns quasi die einzelnen Challenges dann
gemeinsam angeschaut und tatsächlich auch gemeinsam überarbeitet, gemeinsam die Texte gefunden, die Formulierungen gefunden, sodass wir dann am Ende eine schöne Release-Veranstaltung machen konnten. Stolz auf das Ergebnis. Es ist eben rausgekommen von Broschen, Hockern und kleinen Gespenstern. Und als allerletzter Schritt, das war mir wichtig, natürlich sollten die Kinder das auch weitererzählen, dass es das jetzt gibt, dass sie das gemacht haben. Dazu habe ich noch ein kleines Blatt erstellt eben. Muss dazu sagen, es waren Kinder der dritten Klasse, das habe ich, glaube ich, vorhin nicht erwähnt, die meistens noch kein eigenes Smartphone oder Handy haben, eben, dass sie es auch ihren Eltern zeigen können oder ihren Freunden, wie man das macht, wie man da hinkommt und wie man dann auch tatsächlich diese Challenge spielen kann. Das ist dann auch verwendet worden in der Schule selber bei dem dortigen Schulfest und bei Veranstaltungen. Also die sind da auch sehr, sehr stolz drauf. Gut, kurz noch zum Fazit. Was habe ich dabei gelernt? Was kann ich so weitergeben? Zum einen, ich habe es Winter 21 bis Frühjahr 22 veranstaltet. Auch da hatten wir wieder Corona-Maßnahmen, vor allem auch in den Schulen. Das war eine deutliche Erschwernis, wo das oft tatsächlich, ich würde sagen, ich habe 6 bis 8 Einheiten gebraucht, die ich gemacht habe, aber wir haben insgesamt ein halbes Jahr dafür gebraucht, weil einfach sehr, sehr viel Unterricht auch ausgefallen ist. Da waren mal die Lehrer krank, dann hat es wieder einen Corona-Fall gegeben, dann waren die Schüler ohnehin alle daheim und sind digital unterrichtet worden. Also es war etwas aufwendig, aber 6 bis 8 Einheiten, mit 6 bis 8 Einheiten ist diese Methode auf jeden Fall durchführbar. Einheiten meine ich damit tatsächlich etwa 45 bis 60 Minuten hatte ich immer Zeit pro eine Einheit. Was ich gemerkt habe, war bei den Kindern, dass immer eine sehr, sehr hohe Motivation dabei war. Von Anfang an, seit dem Moment, in dem sie die Ausstellung gegangen sind und sich ihr Objekt ausgesucht haben und sich ihr Objekt gesehen haben, war eine extrem hohe Motivation da, die jetzt auch in dieses Spiel einzubringen. Kinder haben schon vorwärts auch in der Freizeit sich Gedanken gemacht, wie könnte denn mein Rätsel ausschauen. Was ich auch gemerkt habe, tatsächlich auch ein Glücksfall, dass ich das eben rauskriegen konnte, weil wir so lange Zeitabstände dazwischen hatten, dass es eine hohe Aneignung von viel, viel Wissen zu den Objekten und zum Museum insgesamt gegeben hat. Das heißt, auch in längeren Zeiträumen, wenn mal tatsächlich so ein Monat lang wieder ausgefallen war, wussten die Kinder noch unglaublich viel über ihre Objekte, konnten ganz viel erzählen dazu. Das war sehr schön zu sehen, dass sie sich diese Objekte tatsächlich angeeignet haben. Und man hat es dann auch gemerkt bei der Texterstellung, dass sie tatsächlich auch da sehr gute Texte bereits in der Erstversion geschrieben hatten. Als kleiner Nachteil ist es natürlich mit einiger Vor- und Nachbereitungszeit verbunden, eben die eigene Recherche, um dann den Kindern auch die Informationen zur Verfügung zu stellen. Muss aber sagen, ich denke, wenn ich es einmal erstellt habe, und ich werde das auf jeden Fall nochmal machen, der Aufwand ist dann bei den nächsten Veranstaltungen nicht mehr allzu groß. Gut, jetzt habe ich leider keinen Blick auf die Uhr, aber damit wäre ich durch. Vielen Dank. Vielleicht können wir die Anregung aus einem unserer Yoga, aus dem Yoga-Festival von 2020 hier im Stadtpalais machen und es einfach mal ein bisschen strecken und gähnen. Ich bin vorbei, jetzt vielleicht wieder aufwachen und dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Super, vielen, vielen Dank. Den Applaus hört man jetzt nicht, weil wir alle stumm geschaltet haben, aber wir applaudieren. Genau, keinen losen Applaus habe ich auch gesehen. Super, Martin, vielen, vielen Dank. Ich kannte das Projekt ja selber nicht so genau noch, wir sind total begeistert. Ganz toll, auch was da mit diesen Arbeitsblättern, mit denen ihr das gemacht habt und alles, und dass die Kinder so motiviert waren. Richtig cool und danke für den tollen Vortrag. Und du warst unter der Zeit, ich habe einen Timer mitlaufen. Ja, super. Ich sehe jetzt im Chat keine Verständnisfragen, was nicht verwunderlich ist, weil alles total umfassend erklärt wurde. Die Diskussion werden wir, wie gesagt, nachher machen, damit wir jetzt mal die Inputs alle sammeln und dann einfach gemeinsam die Projekte auch besprechen können. Das heißt, in dem Fall werde ich wieder in
meine Präsentation gehen, und zwar zum Keltenmuseum. Und liebe Barbara, dich einladen, dich laut zu schalten und zu übernehmen. Ja. Hören Sie mich alle? Ja, wir hören dich. Ja, gut, sehr gut. Wir haben ein sehr niedrigschwelliges Projekt gemacht, und zwar aus Anlass dessen, dass sie mal das ausprobieren wollte, wenn Kinder etwas für Kinder machen. Und ich war da vor Jahren schon bei einer Tagung in Wien vom Österreichischen Museumsbund, und das sind verschiedene Projekte zu Führungen oder also wo Kinder und Jugendliche Gleichaltrige führen und so vorgestellt worden. Jetzt haben wir gedacht, ich probiere das aus mit der Museum Stars App. Die Ausgangssituation war die, dass wir im Sommer immer Aktivtage für Kinder haben und anbieten, wo man einen halben Tag oder einen ganzen Tag teilnehmen kann mit Mittagspause und dazwischen Spielen im Garten, sofern das Wetter passt. Und der zweite Ausgangspunkt, und so heißt eben auch diese App Kelten für Kinder, ist der, dass wir gerade eine analoge Ausstellung haben, also eine Kinderausstellung, wo Kinder eben die Kelten spielerisch entdecken können. Und ich war sehr motiviert, jetzt muss ich nur dazu sagen, wir hatten in dieser Zeit auch einen Kulturpraktikanten vom Land Salzburg, der Archäologe ist, er stellt sich in der App auch selber vor, hat gerade den Bachelor abgeschlossen. Also der war da, und dann haben wir noch zusätzlich ein Überraschungspraktikum bekommen, und zwar eine junge Frau vom Goethe-Institut, die also in Halle Deutsch üben und anwenden sollte. Und die drei, also genau, und dann ist der Einzige, der sich dann angemeldet hat, da war ich dann ein bisschen enttäuscht, weil man dachte, das ist vielleicht spannend für Kinder, selber Inhalte für eine App erstellen. Aber der Einzige, der sich ihm angemeldet hat, war Max, 8 Jahre alt. Und zuerst haben wir gedacht, nur, das wird vielleicht ein bisschen anstrengend. Aber Max hatte sehr genaue Vorstellungen, wie er das haben will. Und insofern bin ich dann noch, einer halben Stunde Einführung, so generell, bis sie was entstehen soll, was sie machen sollen. Also ich habe dann nur die Aufgabe gestellt, dass Gregor, so hat der Archäologe, der Kulturpraktikant geheißen, der sich in der App auch vorstellt, hat eine Kamera bekommen, ein Stativ. Sie sollen Fotos machen und Videos und sich dann eben dazu Fragen überlegen. Also vor allem Max soll sich die Fragen überlegen und Gregor sollte das begleiten, und Anna hat auch mitgeholfen. Und so habe ich dir dann nach einer halben Stunde losgeschickt und habe dann eigentlich nicht recht viel eingegriffen oder geleitet. Sie sind dann eben in der Mittagspause mal kurz gekommen. Da wussten sie nicht so genau, was sie noch machen sollen. Dann habe ich den Vorschlag gemacht, sie sollen doch noch so eine Station in der Urgeschichte-Ausstellung ausprobieren. Und Max hat dann eben Objekte abgezeichnet. Und Gregor hat das dann gescannt und ausgeschnitten. Und dann waren sie mehr oder weniger fertig. Und dann habe ich noch gebeten, dass sie eben eine Art Interview führen sollen, wo Max eben Fragen stellt an eben zwei junge Archäologinnen, die eben im Haus waren. Und das war's dann. Dann habe ich mich mit Max hingesetzt und habe ihm in das CMS gleich direkt die Fragen eingefügt. Die Videos und die Fotos haben wir dann später bearbeitet und eingefügt, aber Max hatte eben, so wie man es da sieht, hallo, ich bin Max, das ist drunter eben sein Text, den hat er mal diktiert und ich habe das dann eingefüllt. Oder ich habe die Videos auch nicht gesehen, habe dann gefragt, worum es geht, und habe dann eben gesagt, er soll sich Wörter überlegen, ob die dann richtig oder falsch sind. Und ich habe ja die Anwendung gekannt und die Möglichkeiten und habe dann dieses Ausfüllen angeleitet. Und so ist diese App entstanden und relativ schnell, also der
Max war so da von 10 bis ungefähr 15.30 Uhr mit eben einer Mittagspause. Da ist das alles entstanden. Wir haben dann eben noch im Team Fotos zusammengesucht, die Videos nachbearbeitet. Und ich habe dann noch so einen Einleitungstext geschrieben, aber sonst ist eigentlich alles von den Kindern, vom Kind und den jungen Erwachsenen. Und die Qualität der Videos ist erwartungsgemäß auch der Fotos jetzt nicht überragend, aber das sind Dinge, die habe ich dann einfach in Kauf genommen, weil man das dann, weil das erstens spontan entstanden ist und diese Spontanität rüberkommen soll. Also das ist wirklich das, was Max erzählt hat, was ihm wichtig war, und das wollte ich auch bewusst nicht eingreifen. Und ich habe mir heute überlegt, ich habe es nach längerer Zeit heute wieder mal ausprobiert, dass sie wahrscheinlich nur Untertitel jetzt dazugeben kann. Das ist ja dann auch das Praktische, dass man ja immer weiter arbeiten kann in diesem einfach zu bedienenden CMS. Und jetzt wird die abschließend muss sagen, dass ich eigentlich recht zufrieden bin mit dem, was entstanden ist. Und diese Enttäuschung darüber, dass das zu, also zuerst, dass nur ein Kind gekommen ist zu diesem Workshop, dann auch recht rasch gewichen ist, weil dieses eine Kind eben wahnsinnig konstruktiv war und sehr genaue Vorstellungen hatte, wie das umzusetzen ist. Ja, und diese Unmittelbarkeit, die kommt, glaube ich, auch in dieser App ganz gut raus. Super, vielen Dank, liebe Barbara. Jetzt habe ich aus Versehen schon eine Folie übersprungen. Ja, wie gesagt, wie du selber jetzt schon erwähnt hast, man kann ja, wir haben im Museum das im CMS die Möglichkeit, dass man Untertitel hochladen kann. Also gerade wenn Videos einen schlechten Ton haben oder man jetzt nicht so viel zur Verfügung hat. Aber darüber reden wir dann nachher bei den Tipps und Tricks noch weiter. Und vielleicht als Kontext für alle, ich glaube, das war einer der heißesten Tage in den Sommerferien damals, wo halt einfach alle Kinder ab ins Bad sind. Also ich finde es super, dass es dann mit dem Max so toll geklappt hat und ich hoffe, ihr werdet es trotzdem dann auch wieder probieren und dann vielleicht auch mit mehr Kindern, die nicht alle im Freibad sind. Wir haben ja noch ein zweites Museum, das Stille Nacht Museum Hallein, für das ja auch eine Museumstars-App existiert. Und vielleicht probieren wir es das nächste Mal im Stille Nacht Museum. Super. Das ist generell schwierig, dass man da im Sommer sie Menschen für Stille Nacht begeistern, weil sie immer glauben, das ist nur was für den Winter. Dabei ist es eben das Haus und die Umgebung des Komponisten, also durchaus sommers wie winters nutzbar. Aber das ist nochmal eine spezielle Herausforderung. Super. Ja, vielen Dank. Super. Und du hast auch nur die Hälfte der Zeit gebraucht. Das heißt, wir sind super im Timeframe. Perfekt, dann, wie gesagt, Tipps und Tricks kommen nachher auch von uns. Ich habe der Barbara damals auch so ein Tool geschickt, wo man sehr leicht selber Untertitel erstellen kann. Das können wir dann vielleicht auch noch ins Miroboard später einfügen. Aber ansonsten würde ich jetzt den Stefan auf die Bühne bitten und ja, quasi Bühne frei für unseren dritten Vortrag. Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, ihr hört mich. Ja. Sehr schön. Ja, also erst einmal herzlichen Dank für die Einladung und vor allem herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit die letzten Jahre und auch für die Unterstützung und den Input. Das ist wirklich ja, großartig für uns hier gewesen. Ja, uns, das heißt das Obermenzinger Gymnasium in München. Wir sind ein Privatgymnasium und in Bayern, wer es nicht weiß, gibt es sogenannte P-Seminare. Das ist für Schüler in der 11. Klasse und 12. Klasse gewesen. Das wird sich ab nächsten Jahr ändern, wenn dann wieder 13 Jahre Schule für die Schüler da ansteht. Und
Ja, dieses P-Seminar Unterwasserarchäologie gibt es jetzt schon länger. Weil ich bin Lehrer für Geschichte, Sozialkunde, Ethik und Deutsch und bin auch Tauchlehrer. Und als Tauchlehrer hatte ich das wahnsinnige Glück, dass ich hier an dem Privatgymnasium eben auch eine Tauchsport-AG gründen durfte, vor fast 25 Jahren. Und wir haben immer schon auch Exkursionen gemacht nach Kroatien, nach Sardinien und wo es halt hinging. Und ein Thema war eben auch immer die Unterwasserarchäologie. Und als dann Corona kam, konnte man das natürlich dann alles nicht mehr machen. Sondern mussten uns irgendwie was Neues einfallen lassen. Und dann hatten die Kinder die Idee, dass wir ein digitales Museum für Unterwasserarchäologie erstellen. Also letztendlich ist das nicht mehr als eine Homepage, also das, eine Homepage mit verschiedenen Bereichen. Wir haben also jetzt nicht irgendwie im Kopf, dass wir wirklich ein Museum sind oder sowas. Aber wir haben es halt so genannt. Und im Laufe der Arbeit sind wir dann irgendwann mal drauf gekommen, dass wir das irgendwie noch witziger machen wollten, einfach noch interessanter für die Jugendlichen und haben dann mal ein bisschen so recherchiert und irgendwie sind wir zu FluxGuide gekommen und haben denen dann eben eine E-Mail geschrieben, die sie dann sehr nett beantwortet haben und uns eben Unterstützung zugesichert haben, wenn wir so eine App erstellen. Ja, also die Challenges für die App, muss man immer sagen, das ist für die Kinder schon ein Unterschied, weil wenn die hören, sie dürfen eine App erstellen, dann ist das natürlich der Wahnsinn. Da denken die, das ist irgendwie was mit großen Programmierfähigkeiten und so. Und wenn sie dann mitbekommen, dass es in Anführungsstrichen nur Challenges sind, dann sind sie eigentlich ganz glücklich damit, weil das können sie. Also da braucht man jetzt keine besonderen Fähigkeiten in Hinsicht Programmieren oder so, sondern nur eben ein bisschen Wissen, ein bisschen Fantasie und ein bisschen Spaß an der Arbeit. Ja, so, also das waren also dann zuerst mal unsere Themen, die haben sich dann selbst entwickelt. Unterwasserarchäologie ist ja ein weites Feld. Ihr werdet, wenn ihr unsere Challenges anschaut, werdet ihr sehen, dass das so die Standardsachen sind, wie Schiffswrack von Antikythera zum Beispiel oder Seeschlacht von Salamis. Was sind die Werkzeuge von Unterwasserarchäologie? Das muss ich jetzt nur zwischendurch mal kurz sagen. Sinn und Zweck von diesem P-Seminar, also Projektseminar, ist es, dass man die Schüler mit dem Arbeitsfeld des jeweiligen Themas in Kontakt bringt. Also bei uns wäre es eben Archäologie und schon immer Museumsdidaktik. Also wir haben schon vorher zum Beispiel mit dem Kinder- und Jugendmuseum in München zusammengearbeitet, haben verschiedene Archäologen eingeladen und so, sodass eben da die Kinder und Jugendlichen Kontakt mit wirklichen Profis bekamen. Weil man merkt es ja selber, ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt, gell? Weil ich hier jetzt vor lauter Profis sitze. Dieser Kontakt mit Profis erleichtert den Kindern dann später wahrscheinlich auch in ihrem Berufsleben, wenn sie das vorher schon mal ein paar Mal mitgemacht haben, einfach ihr Leben. Die sind dann ein bisschen an diese Aufregung gewohnt und können damit besser umgehen. Ja, grundsätzlich zur Vorgehensweise war es dann auch immer so, dass die Themen tatsächlich selbst ausgesucht werden durften. Also die durften sich irgendwelche Referatsthemen aussuchen, haben das dann vorbereitet, der Klasse präsentiert. Und dann ging es eben darum, das dann in diese Challenges nochmal umzusetzen. Vorhin ist auch schon das Thema Schulfest genannt worden. Für uns war das auch immer total
interessant und auch so ein, ja, so eine Bestätigung, wenn wir eben dann auf den Schulfesten zum Beispiel rumlaufen konnten und dann eben sagen, hey, unsere Challenge ist jetzt gerade rausgekommen bei der Fluxguide, eine echte App und so. Da sind sie eben dann rumgelaufen und haben das dann ihren Eltern oder anderen Eltern präsentiert, die dann eben auch, ich weiß nicht, ich kenne die Klickzahlen nicht, dann eben an dem Tag irgendwie dann reingeschaut haben und das dann mitgemacht haben. Das ist natürlich für uns dann auch wieder positiv, weil wir uns denken, das, was wir da gemacht haben, das wird irgendwie gesehen, das hat eine Öffentlichkeit und das ist auch ein Anreiz für die Schüler und natürlich auch für mich. Das Ganze ging dann nach der ersten Challenge weiter und wir haben daraus jetzt ein Erasmus Plus Projekt gemacht mit einer Schule aus Spanien in Cádiz, die ein wunderschönes Unterwasserarchäologisches Institut haben, die wir dann gleich besucht haben. Dort dann mit Kanonen und Vasen arbeiten durften und das Ganze eben internationalisiert haben. Nächstes Jahr steht Frankreich und Italien auf dem Plan. Und weil wir auch ein bilinguales Gymnasium sind, wollen wir das auch nutzen, um eben das Ganze dann ins Englische zu übersetzen und da dann weiterzumachen. Das Thema der nächsten Jahre wird dann die Roseninsel sein. Die Roseninsel ist im Starnberger See ein UNESCO-Weltkulturerbe. Und da gab es zum Beispiel dann, also als ja, Info, weil das dann auch wirklich praktische Arbeit dann wird, hatten wir die Möglichkeit, dass die Spanier und die Deutschen gemeinsam dann zum Starnberger See gefahren sind und mit der Bayerischen Gesellschaft für Unterwasserarchäologie dann eine mittelalterliche Brücke, die dort im 30-jährigen Krieg zerstört worden war, zu kartografieren. Also da gab es dann eine Gruppe, die an Land gearbeitet hat, eine Gruppe als Schnorchler und eine Gruppe, die als Taucher gearbeitet hat. Und das Ganze hat dann auch noch einen super Sinn, weil nämlich durch den sinkenden Seespiegel, Wasserspiegel, Teile dieser Brücke jetzt an Land einfach sind und wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht mehr überleben. Insofern war das natürlich auch wieder ein Anreiz. Ja, also so zusammenfassend einfach diese Arbeit mit der App war für uns auf der einen Seite eine geniale Wissensvermittlung, weil die Schüler einfach über diese App ja, zu den einzelnen Themen ganz viel lernen durften. Das dauert bei uns auch ein bisschen länger. Also wir haben da für die erste App so 1,5 Jahre ungefähr gebraucht, bis das alles fertig war. Die zweite App steht noch nicht einmal jetzt im Netz, aber grundsätzlich fertig ist sie. Dafür haben wir ungefähr ein Jahr jetzt gebraucht. Schauen wir mal, wie es dann mit den nächsten Themen ist, wie lange wir da brauchen. Also Zusammenarbeit, also die Erfahrung ist klasse, das Lernen ist klasse und eben auch diese Zusammenarbeit mit den Profis, wie zum Beispiel auch die Fluxguide-Leute, das gibt den Schülern einfach so das Gefühl, da richtig irgendwie so eine Art Vorpraktikum zu haben. Und das finde ich, hat jetzt aus unserer Sicht so dieses Projekt ausgemacht. Danke. Super, vielen Dank. Genau, ich war dann ja letztens auch spontan dann die ganze Klasse zugeschaltet und habe da ja nur so ein bisschen was mitgehört, aber die klangen alle wirklich super motiviert und es sind ja auch, ich glaube, 6 verschiedene Challenges ungefähr, 5 oder 6. Also wirklich sehr viel an Content ist entstanden im Rahmen dieses Seminars. In die Diskussion gehen wir dann eh noch, weil ich habe nämlich auch noch ein paar Fragen da. Aber
Fotodateien über den Westrecht. Genau, bevor wir gleich in die komplette Diskussion gehen, wollten wir noch, weil wir das immer gerne festhalten, für alle, die sich auch zeigen möchten, kurz die Kamera einzuschalten, und wir würden einen Screenshot machen, und wir machen dann auch immer so quasi unseren Outreach, um zu sagen, auch um diese Community-Meetings zu bewerben. Das heißt, super, ich sehe schon, dass einige Kameras angehen. Wir brauchen diesmal zwei Fotos, weil es zwei volle Bildschirme sind mit zwei Fotos. Genau, diesmal sind ganz viele Leute dabei. Das heißt, wir würden einfach, weiß ich nicht, Magda, magst du den Countdown zählen, und ich mache irgendwie einen Screenshot oder so. Und machst du einen Screenshot? Ja. Super, dann 3, 2, 1. Dankeschön. Sekunde, das hat noch nicht funktioniert. So, einmal noch. 3, 2, 1. Super. Ja. Super. Weil sonst vergessen wir nämlich am Schluss, auch wenn es jetzt ein bisschen ein komischer Cut ist. Aber jetzt haben wir quasi zwischen den Vorträgen und dem Community-Teil, jetzt habt ihr schon quasi am Foto teilgenommen, und jetzt könnt ihr euch auch laut schalten und an der Diskussion teilnehmen. Sollen wir gleich das Miroboard? Ja. Wir würden auch gleich das Miroboard freigeben. Die Magda wird in den Chat einen Link posten. Das heißt, entweder ihr könnt euch quasi selber einloggen. Für alle, die Miro noch nicht kennen sollten, das ist ein ganz, das ist eigentlich ganz simpel, das ist so ein digitales Whiteboard. Und was man damit machen kann, ist, dass man gemeinsam in ein Whiteboard schreiben und annotieren und quasi gleichzeitig drin arbeiten kann. Ihr gebt es auch selber frei für alle, die jetzt nicht. Der Link ist jetzt im Chat. Genau, der Link ist im Chat und freigegeben ist es auch. Ich sehe auch schon, dass einige Leute schon da sind. Da sieht man dann quasi diese ganzen Cursor hier, und man sieht, was die anderen machen. Und hier haben wir schon ein paar Sachen, hat die Magda schon netterweise mitgeschrieben. Und zwar während der Vorträge. Und ein paar Sachen auch schon im Vorhinein. Und ansonsten, ich zoome hier einfach mal hinein, das ist einfach so ein Canvas, und hier daneben liegen Post-its, die kann man sich einfach mit quasi geklickter Maustaste auswählen und mit geklickter Maustaste irgendwo hinziehen oder größer ziehen. Und wenn man dann doppelt reinklickt, kann man einfach drauf losschreiben. Das heißt, vielleicht machen wir, wenn es Fragen gibt, machen wir vielleicht, man kann auch Fragen auf die Post-it schreiben, aber ziehen wir die vielleicht dann irgendwie da auf die andere Seite. Ich mache hier kurz ein... Fragen vielleicht eher im Chat, oder? Fragen, ja, ich würde sagen im Chat, aber wenn man nicht wechseln mag, ja, können wir auch hier irgendwie noch... Ja. Einen Canvas für Fragen machen. Da mache ich jetzt einfach auf die Schnelle mal was. Fangen wir mal so an. Gibt es denn Fragen? Ja, genau. Also, weil bevor wir jetzt alle versuchen, gleichzeitig zu sehen, was alle Teilnehmerinnen schreiben, gehen wir es doch einfach so an, dass wir anfangen mit existierenden Fragen, die sich wahrscheinlich auf die jetzt gehörten Vorträge beziehen. Gerne entweder in den Chat schreiben oder einfach in Zoom die Hand heben und die Frage so stellen, weil wir wollen ja, dass das Ganze eine Diskussion und ein Austausch wird. Das heißt, alle, die möchten, die quasi präferierte Variante wäre tatsächlich einfach in Zoom sich laut zu schalten und Fragen zu stellen. Und wir lassen das Miroboard einfach offen und notieren da ein paar Sachen mit. Das heißt, wenn wer selber auch was reinschreiben möchte, gerne, und ansonsten übernehmen wir das. Aus dem bauen wir dann danach auch das Plakat. Aber jetzt mal quasi allgemein die Frage, gibt es Fragen an unsere Vortragenden, an uns, zu den Projekten, von denen wir gehört haben? An das CMS, gibt es irgendwelche Verständnisfragen, die alle interessieren könnten? Ansonsten würde ich einfach mal den Icebreaker machen. Ah, nein, wir haben eine. Sehr gut. Liebe Verena,
Ja, hallo. Hören? So? Ja. Okay, ich habe leider Probleme mit der Kamera, deswegen gibt es mich ohne Bild. Ich fand die Präsentationen, also meine Frage richtet sich an die drei Vortragenden, die ihre Projekte jeweils vorgestellt haben. Und zwar hatte ich das Gefühl, oder beziehungsweise bei allen dreien war ja so der Moment der Entstehung der Challenges im Vordergrund. Bei vielen war das ja eine Arbeit mit Kindern oder eben mit Besuchern. Und da war jetzt meine Frage, sehen Sie denn, oder so die Frage, die sich mir gestellt hat, wie Sie das Verhältnis sehen oder ob für Sie der größere Output jetzt die Arbeit mit den Besuchern im Rahmen der Entstehung war, also die Entstehung der Arbeit, dieser Challenges oder und was mit den Challenges anschließend passiert, sprich, wie stark werden die genutzt, die Nutzerzahlen? Also war für Sie wichtiger, da eine gemeinsame Challenge zu erstellen oder die dann eben den zukünftigen Besuchern zur Verfügung zu stellen? Vielleicht darf ich beginnen? Darf ich beginnen? Gerne. Also für mich beides. Also wir wollten einfach einen App, also eine Challenge für Kinder haben und ich wollte es einfach ausprobieren, wie das ist, wenn Kinder sich da direkt beteiligen. Und war da einfach auch offen in diesem ganzen Prozess. Wie viel das genutzt wird, das habe ich jetzt gar nicht abgefragt. Ich glaube, Anna, das wird die bei euch irgendwie erfahren wahrscheinlich, oder? Also wir selber fragen das eigentlich nicht ab. Das ist in dem Sinn auch nicht im Vordergrund gestanden. Aber ich habe das dann absichtlich so einfach gelassen, weil dann verstehen sie eben vielleicht auch 8- bis 10-Jährige. Wenn da möglichst wenig eingegriffen wird. Aber für mich war auch spannend diese Entstehung und was rauskommt, wenn ein Kind mit zwei jungen Erwachsenen völlig frei was gestalten kann in so einer App. Also für mich war das eine Art Experiment. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Bei mir war es also in erster Linie vor allem das Testen und Ausprobieren, wie kann ich dieses Tool mit Kindern und Jugendlichen nutzen, als Vermittlungsmethode, vor allem auch als Motivierungsmöglichkeit, sich mit den Themen zu beschäftigen und dass dann am Ende ein tolles Ergebnis für die Kinder entsteht. Also diese App oder diese Challenge ist quasi für die Schüler entstanden, für die Schülerinnen entstanden. Und ich hoffe auch, dass sie es immer noch weiterhin gut nutzen und weitergeben und sagen, hey, das habe ich gemacht. Aber selber für unser Museum, für Marketing oder Werbung nutzen wir das, also diese Challenge jetzt nicht. Stefan, du bist schon. Bei mir, ich komme halt einfach aus einer anderen Richtung. Also bei mir war schon die Arbeit an der Challenge das Wichtigste. Wenn das dann noch eine Außenwirkung hat und andere Menschen außerhalb der Schule sich diese Challenge anschauen und dann ein bisschen was über Unterwasserarchäologie mitbekommen, ist natürlich großartig. Aber so grundsätzlich, so aus Lehrersicht, finde ich eben diese Möglichkeit, diese Challenges machen zu können, zu dürfen, für die Schüler sehr, sehr nutzbringend. Also das kann ich mir auch vorstellen, wenn ich jetzt als Lehrer mit einer anderen Schulklasse, als mit einer 7. Klasse zum Beispiel, irgendwie reingehen würde, und hätte die Möglichkeit, an einem Tag im Museum dann so eine Challenge mit der Klasse zu erarbeiten, beziehungsweise dann später in der Schule nochmal, finde ich das auch super interessant. Ja, vielleicht können wir auch noch ein bisschen Kontext geben dazu. Die Nutzungszahlen war die eine Frage. Also generell nochmal an alle. Da können Sie jederzeit bei uns nachfragen, beziehungsweise kann man das mittlerweile auch selber nachschauen, das eigene Museum, glaube ich. Das werden wir nochmal abklären. Ja. Das kann man quasi bei uns, also für alle vielleicht, die noch nie bei uns im Redaktionssystem waren, da kann man quasi
einerseits, wir haben ein paar Screenshots gesehen, Challenges anlegen und die Museumsvisitenkarte befüllen, aber eben auch den Simulator benutzen, um zu schauen, wie wird denn das dann in der App ausschauen. Und aber auch, wir sammeln dort auch alle diese Nutzungsstatistiken. Aber zu den Nutzungsstatistiken würde ich gerne so ein bisschen Kontext geben. Und zwar einleitend haben wir ja gesehen, es sind über 6000 aktive Userinnen und so. Aber wie oft eine spezielle Challenge gespielt wird, hängt von vielen Faktoren ab. Und einerseits ist es ganz stark natürlich, wird diese Challenge oder die Challenges des Museums, ich sage jetzt Museum, weil das vor allem ja die Museen betrifft, wird die beworben? Ist die irgendwie im Marketing eingebettet? Wird sie zum Beispiel, ich weiß nicht, auf der Website, den Social Media Kanälen, sonst irgendwo Flyer? Also ist das irgendwie, wird da Aufmerksamkeit dafür generiert? Wir sehen einen großen Unterschied, wenn Museen das machen, dann steigen natürlich diese Zahlen, wie oft diese Challenge gespielt wird, auch irrsinnig. Aber ansonsten, wir wissen auch, dass nicht jedes Museum diese Möglichkeit hat. Ich mache jetzt kurz nebenbei die App auf. Nicht wundern über alle diese Dinge da daneben. Wir haben hier Zugänge, dass wir die App quasi im Browser öffnen können. Wir sehen ja hier, wir haben Museen in der Nähe. Das heißt, wenn ich diese App aufmache, egal ob ich um hier einen Level Playing Field zu schaffen zwischen so großen Museen, die sehr viel Budget haben, auch für Marketingmaßnahmen und natürlich allen Museen, die vielleicht ein kleineres Team haben. Wenn man die App startet, sieht man als erstes Mal, hier steht schon Museen in der Nähe. Das heißt, wir sitzen gerade hier mitten in Wien, deswegen sehen wir unsere Nachbarn, das Museum, Fotomuseum Westlich, das 100 Meter entfernt ist nur. Wir sehen das Naturhistorische Museum in 1,3 Kilometern, das Volkskundemuseum, das Weltmuseum Wien und so weiter. Das heißt, je nachdem, wo ich gerade sitze, das können Sie auch gerne ausprobieren, alle, wenn Sie jetzt nachher die App öffnen, was dann für Museen auftauchen. Und die Idee dabei war ja, dass wir alle unsere Userinnen einfach auch auf Museen in ihrer Nähe aufmerksam machen, die sie vielleicht noch gar nicht kennen, und dann einfach auch entdecken können und schauen können, was gibt es denn da für Challenges, was bieten die an, was ist das überhaupt für ein Museum. Jedes Museum kann sich ja mit einer kleinen Visitenkarte vorstellen. Für die meisten ist es jetzt wahrscheinlich sehr bekannt, alles. Nachdem aber vielleicht auch ein paar Leute dabei sind, die jetzt noch nicht so viel Bezug zum Museumsstars haben oder es vielleicht noch gar nicht ausprobiert haben, wollte ich es einfach ganz kurz nochmal in Kontext setzen. Und dann sieht man natürlich die Challenges der jeweiligen Museen. Das Ganze gibt es auch als Kartenansicht. Das heißt, ich kann einfach schauen, ich fahre auf Urlaub nach Berlin. Was gibt es denn da für Angebote? Und kann dann quasi hier einfach durchschauen, Deutsches Technikmuseum, Käthe Kollowitz, Deutsches Historisches Museum und so weiter. Und natürlich A bis Z mit Suchfunktion. Und bei den Challenges haben wir es so, dass immer verschiedene gefeatured werden. Und ansonsten wir in unseren Kategorien hier quasi für die Userinnen, das jetzt ganz unabhängig, einfach nach Interessensgebieten sich hier unsere Userinnen auf Entdeckungsreise machen können. Archäologie, wir haben heute einen großen Archäologie-Schwerpunkt mit dem Keltenmuseum und Unterwasserarchäologie, ist auch wirklich ein sehr beliebtes Thema in der App und man sieht, es gibt total viele verschiedene Challenges von den unterschiedlichsten Museen, wo man hier einfach, hier ist zum Beispiel das Unterwasserarchäologie mit mehreren Challenges gleich, wo man einfach eintauchen kann. Das heißt, wir versuchen quasi über das, wie die App aufgebaut ist und wie wir hier den Content präsentieren, versuchen wir auch quasi Userinnen aufmerksam zu machen auf die Challenges. Aber großer Punkt ist natürlich, wird es auch beworben. Wir haben ja schon gehört, es wurde auf Schulfesten begeistert davon berichtet. Martin, mit deinem tollen Flyer, dass man das mit nach Hause tragen kann und verteilen kann, dass man einfach in der Umgebung auch stolz quasi erzählt, was man hier entwickelt hat, was man sich ausgedacht hat, die ganze Arbeit, die reingeflossen ist, das will man dann ja auch stolz präsentieren und das ist total super
dass das dann auch so war. Zur Frage nach dem größeren Output vielleicht, das liegt daran, wie man es verwendet. Also es kann ja unterschiedlich eingesetzt werden. Wir haben da zum Beispiel das postet, dass eine Schulklasse selbst die Challenge macht, ist eine Variante. Also dass der Fokus auf der Erstellung der Challenge eben liegt. Oder dass die Schulklasse eine Challenge spielt, die vom Museum gemacht wurde. Und dann gibt es nochmal die Variante, dass die Schulklasse eine Challenge spielt, die von einer anderen Schulklasse gemacht wurde. Aber das ist, je nachdem, wie man es anlegt, kann man das eben nutzen. Zum Beispiel auch, wenn der Fokus der Kunstvermittlung auf den Interessen der Kinder liegt, also auf dem Punkt aus den Augen der Jugendlichen, ist natürlich der Fokus wahrscheinlich in der Erstellung größer. Aber je nachdem, wie man es verwenden möchte, ist eben der Output ein anderer. Ja. Und vielleicht noch ein Praxistipp im Redaktionssystem selbst, wenn man auf der Informationen zum Museum anklickt, wäre das möglich, dass wir kurz ins Redaktionssystem schauen. Dann gibt es für euch alle immer die Möglichkeit, einen QR-Code downzuladen. Also genau, am Beispiel der Museumsvisitenkarte, bitte da einmal runterscrollen, da gibt es den QR-Code. Wenn dieser QR-Code gedruckt wird und verwendet wird, zum Beispiel auf einem Flyer oder Plakat und die interessierten zukünftigen Userinnen diesen QR-Code scannen, laden sie sich automatisch Museumsdas herunter aufs Handy und Museumsdas als App arbeitet mit GPS-Lokalisierung. Das heißt, wenn man die Berechtigung freigibt, ja, ich lasse mich orten, dann startet das Museum, was als nächstes in der Nähe ist, wird vorgestellt. Wenn also ihr mehr Werbung machen möchtet für die Challenge, für die eigene Challenge, dann ist das ein super Hilfsmittel, sich diesen QR-Code irgendwo auf einen schönen Flyer zu setzen. Wir können uns auch gerne fragen, ob wir diesen Flyer für euch machen, weil wir haben das für das ein oder andere Museum schon mal gemacht. Und diesen Flyer zum Beispiel an der Kasse auslegen oder eben im Kontext von anderen Bewerbungsmöglichkeiten zu verwenden. Als Beispiel kann man auf Social Media vielleicht auch dem Museum der Moderne Salzburg folgen. Die bewerben sehr aktiv ihre Challenges auf Museumsstars. Also das vielleicht als Best Practice, würde ich jetzt mal sagen. Genau, wir werden auch diese Tipps dann noch im Miro-Board ergänzen. Danke für die Inputs. Gut, jetzt haben wir wieder viel geredet. Gibt es denn von den anderen Museumskolleginnen noch Fragen oder Input? Ansonsten können wir auch nochmal hier schauen, was wir währenddessen schon so als kleine Tipps mitgeschrieben haben. Genau, kleine Content-Chunks. In den Challenges, wir haben ja hier nochmal hier die Praxisbeispiele auch. Da würden wir auf jeden Fall alle einladen, die Challenges von unseren drei Vortragenden zu spielen. Also einmal das Digitale Museum für Unterwasserarchäologie und das Keltenmuseum Hallein und das Stadtpalais Stuttgart. In der A bis Z-Liste kann man bei Museumsstars einfach quasi in die Suche gehen und hier zum Beispiel Kelten eingeben und findet das dann auch ganz schnell. Und beim Museum sieht man dann alle Challenges dieses Hauses oder dieser Schule oder beziehungsweise des Unterwassermuseums. Und dann können Sie einfach auch dann nochmal durchschauen im Detail, was ist denn rausgekommen bei diesen Projekten, die ja unterschiedlich angegangen wurden. Wir haben ja auch nochmal zusammengefasst die unterschiedlichen Zeitaufwände. In der Schulklasse war natürlich, Linda, magst du das übernehmen? Weil du hattest begonnen mit dem kleinen Content. Entschuldige, ja. bin abgebogen. Der Zeitaufwand war unterschiedlich. Man sieht, man kann am Beispiel vom Keltenmuseum auch im Rahmen eines Tagesworkshops quasi sehr schnell was machen. Man kann natürlich ganz unterschiedlich auf die Kinder, Jugendlichen eingehen, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Aber wir hoffen, dass diese unterschiedlichen Beispiele heute auch gezeigt haben,
Je nachdem, wie man es quasi angeht, wie man es aufbereitet, kann man auch mit wenig Zeit hier Challenges erstellen oder erstellen lassen oder gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen hier arbeiten. Und diese kleinen Content Chunks. Linda, magst du da? Genau, also das wären jetzt nochmal so ein paar Tipps und Tricks für das tatsächliche Arbeiten und Anlegen der Challenge. Grundsätzlich mal ist allgemein zu sagen, wenn man digital arbeitet, und wir haben ja auch im Museumsstars dieses Prinzip von Karten oder im Englisch Slides, dann muss man sich schon auch überlegen, wie viel Raum ist überhaupt da für die Darstellung von, wir nennen das mal Content, also im Grunde genommen für die Darstellung von Text, für die Darstellung von Bildern. Manche haben Audio auch mit dabei und auch natürlich die Quizfragen an sich. Text darf niemals zu lang werden. Text sollte immer aufgeteilt werden auf mehrere Karten. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil der Effekt sehr schnell eintritt, wenn ich nach unten scrollen muss, um mehr Text zu lesen. Und ich mache das 3-4 Mal, bin ich genervt und höre auf. Das heißt, unser erster Tipp an euch grundsätzlich ist immer, ihr habt den Simulator zur Verfügung. Schaut euch Texte an, die ihr geschrieben habt. Schaut nach, ob man für den Text mehrfach nach unten scrollen muss, um alles zu lesen. Und wenn das so ist, dann nehmt diese Karte im CMS wieder her und macht daraus 2 Karten. Ansonsten ist auch grundsätzlich zu sagen, es ist der Fokus sollte sein, dass der Text nur überleitet zur Quizfrage, also hinführend zur Frage, Frage selbst und dann auch wieder Auflösung der Frage. Denn auch da gibt es viel Potenzial für Frustration, wenn man selbst als User sofort konfrontiert wird mit einer Frage, vorher nichts erfahren hat und hinterher, wenn man das vielleicht beantwortet und als falsch beantwortet, auch nicht wieder an die Hand genommen wird und ausgeführt wird. Also bitte immer darauf achten, dass alles eingebettet wird. Und eben wirklich, wirklich wichtig, Auflösungstexte anbieten oder ein Bild anbieten, dass die Erklärung da ist, weil das sogenannte Instant Feedback, dass etwas anderes richtig gewesen wäre, ist natürlich gut und wichtig, aber es ist nicht sehr sympathisch, wenn man das nur so macht. Schlagwort ist einfach sympathisch sein und sympathisch werdet ihr, wenn man möglichst viel Hilfestellung gibt, dass etwas richtig beantwortet wird. Wir haben gesehen, in den allermeisten Challenges werden die Quiz-Typen Multiple Choice und Schätzfragen verwendet. Wir haben ja auch noch andere Quiz-Typen, zum Beispiel Zuordnungsaufgaben. Der einfachste Weg, Zuordnungsaufgaben zu machen, das sind Bilder zu Bildern zuzuordnen. Nehmen wir mal, wir müssen letztlich das Demo-Museum zeigen, weil das. Ja, wir zeigen, wir haben kurz hier ein Demo-Museum. Da haben wir die Challenge. Mozart. Genau, der Stadtrundgang an Mozart. Ich glaube, das mal, du kannst dabei erzählen. Genau, das ist eine wunderbare Möglichkeit, zum Beispiel die Zuordnungsaufgaben zu verwenden, um sehr leichtfüßig, ohne sehr viel Text, einfach aufzufordern, was passt denn hier zusammen? Wir haben hier auch natürlich Schätzfragen mit dabei. Und das ist jetzt, ich hatte es gerade erwähnt, die Auflösung anschließend. Hier ist ein gutes Beispiel, um zu sehen, ja, ich habe sofort das Instant-Feedback, das 7 Jahre richtig gewesen wäre, aber es ist einfach sympathischer, wenn man anschließend nochmal abgeholt wird und gefragt wird, natürlich hast du das nicht richtig beantworten können, weil natürlich ist das einfach so gewesen damals, dass die Kinder eben älter gezeichnet wurden, als sie tatsächlich waren. Oder auch nochmal Kontextinfos zu geben. Also je nachdem, wie man diese Fragen dann ja auch aufbaut,
kann man entweder, wie wir es zum Beispiel in der Challenge von Max beim Keltenmuseum, da erzählt er oft was in einem Video, also er hat was rausgefunden und erzählt dann selber was drüber und da muss man gut zuhören und hat dann eine Frage quasi, die nochmal schaut, hat man gut aufgepasst. Und dann kann man es aber natürlich genauso umgekehrt machen und zuerst einfach so mal raten lassen, so wie hier eine Frage stellen und dann den Kontext geben und dann auflösen. Aber immer dieses in diesen kleinen, wir nennen es Content Chunks im Prinzip, einfach kleine Inhaltshäppchen, die dann auch sowohl natürlich für Kinder und Jugendliche, aber mittlerweile ja auch für Erwachsene, einfach auch gut quasi aufnehmbar und man kann es quasi schnell durcharbeiten. Linda, das ist ja, glaube ich, auch was, was ihr in dem Projekt in Bochum jetzt sehr stark auch als Fokus hattet. Genau, da werden wir, das Beispiel Bochum zeigt uns auch, in Bochum haben wir, im Deutschen Bergbaumuseum Bochum haben wir das eben auch so gemacht, dass wir nennen das dort Stories, aber das Prinzip ist ähnlich. Jede Story hat maximal 5 oder 6 Inhalte und das reicht auch schon, denn je kürzer, aber desto interessanter die Dinge sind, desto öfter möchte man es wiederholen. Also das wäre sozusagen noch ein weiterer Tipp, macht lieber mehr, aber macht sie kürzer, dann wird das Interesse hochgehalten. Also mehrere Challenges, die dafür kürzer sind. Genau. Weil wir sehen, bei den Challenges, man sieht ja immer, wie viele Karten, also Inhalts- und Quizkarten etwas enthält. Und da haben wir es auch aus den Erfahrungen über die letzten fast 3 Jahre mittlerweile gemerkt, dass gerade so kürzere Challenges auch wirklich gut funktionieren. Und hier habe ich jetzt noch dieses Zuordnen zum Beispiel rausgesucht, damit wir da noch sehen, wie das funktioniert. Eben, also die, Das ist jetzt, glaube ich, nur mit dem Browser und mit der Bildschirmübertragung. Genau, die Zuordnungsaufgaben sind einfach ein super Mittel, wenn man letztendlich ein Team hat und ein Bild hat und nicht noch bei Multiple-Choice-Aufgaben oft dann ja auch sehr lang Text als Antwortmöglichkeit schreiben müsste. Da ist quasi das Anlegen einer Zuordnungsaufgabe fast einfacher als eine Multiple-Choice-Frage. Genau, aber wir springen richtig hin und her. Schauen wir vielleicht nochmal in Chat oder in die... Okay, wir wollten das ja heute so machen, dass es wirklich ein Austausch zwischen den Museen ist, aber wenn ihr alle schüchtern seid, dann übernehmen wir halt noch ein bisschen. Aber vielleicht kommt ja noch was. Wir haben auf jeden Fall hier so ein paar der Dinge, die heute erwähnt wurden, auch die als Tipps kamen, zum Beispiel von der Barbara, das Ganze mit der Untertitelfunktion. Gerade wenn man wirklich dann entweder jetzt im Kontext der Schulklassen oder überhaupt Vermittlung mit Kindern und Jugendlichen, aber das trifft natürlich eigentlich auf alle Challenges zu, die ihr als Museum machen könnt. Wenn ihr hier selber noch Material wie Videos oder Audioaufnahmen erstellt, dass man hier einfach darauf achtet, dass die Tonqualität auch gut ist. Das kann man im Prinzip ganz einfach machen. Jedes Handy hat mittlerweile ein Aufnahmegerät drauf, in dem man einfach quasi das als Mikro nimmt, im einfachsten Fall. Aber so ein paar technische Tipps und so weiter werden wir dann auch noch hinzufügen. Wir werden das nachher vielleicht noch etwas clustern, sodass man vielleicht in Richtung Tipps für die Inhalte, Tipps für die technische Umsetzung, auf was kann ich achten, was kann ich quasi mit simplen Maßnahmen ohne viel Budget machen, damit die Inhalte dann auch in der App gut funktionieren und gut hörbar sind. Ansonsten haben wir ein paar Dinge mitgeschrieben, können wir vielleicht noch mal kurz wiederholen, sonst wir haben einmal, Magda, magst du vielleicht? Du hast es ja zusammengefasst quasi. Der Fokus darauf, dass man als Vermittlungsteam herausfindet, welche Themen interessieren die Jugendlichen und Kinder in der Entstehung, dann im Nachgang bei der Umsetzung, wie sehr editiere ich diese Inhalte, also lasse ich das ganz spontan drinnen und mache nur Rechtschreibkorrektur oder gibt es eine wissenschaftliche Begleitung, die dann wirklich nochmal drüber geht und das Ganze editiert. Also das sind so offene Fragestellungen, denen man sich stellt, während man diese Challenge
erstellt oder plant, genau, die sollte man beachten. Oder dass eben bei der Erstellung, wie wir es ja auch in allen unseren Beispielprojekten gesehen haben, dass wirklich bei der Erstellung, bei diesem Vorgang, wenn die Kinder oder Jugendlichen hier die Inhalte erarbeiten, da wirklich auch wissenschaftliches Fachpersonal oder Personal aus der Museumsvermittlung, also irgendjemand, der das hier von fachlicher Seite begleiten kann und hier als Ansprechperson auch dabei ist, dass das in allen diesen Projekten sich als gemeinsamer Nenner wirklich durchzieht. Und da sieht man eh sofort, wie wichtig das ist, dass man das quasi hier anleitet und diesen guten Mix aus quasi Hilfestellung und Input und Freiraum geben findet. Das ist, glaube ich, auch so ein ganz zentrales Ding, das sich durch alle unsere Beispiele gezogen hat. Genau. Und ja, wir haben ja auch unterschiedlichste Methoden gehört. Ich wollte fragen, Martin, du hast ja so ganz, ganz tolle Materialien auch aufbereitet, ob du vielleicht bereit wärst, deine Präsentation auch zur Verfügung zu stellen, dass wir die verschicken können, dass wir quasi hier all deinen Kolleginnen und Kollegen die tolle Vorarbeit, die du geleistet hast, als Best Practice mitgeben können und dass man sagt, hey super, das können wir ja auch ganz easy quasi für unsere Vermittlungsarbeit quasi darauf aufsetzen und das in unsere Vermittlungsarbeit mit einbeziehen. Ja, klar. Ja, super. Ich glaube, freuen sich sicher alle. Und das war für mich auch irgendwie, dass man diese unterschiedlichen Zugänge, natürlich je nachdem auch, wie alt die Kinder oder Jugendlichen sind, ob man dann zum Beispiel sagt, okay, es ist jetzt sinnvoller, dass ich ein Arbeitsblatt, ein klassisches, erstelle, wo sie dann einfach ganz normal was reinnotieren können. Oder will ich als einen Aspekt dieser Vermittlung auch diese Arbeit im Redaktionssystem und wie schaut denn dieses ganze Backend aus? Wie kommen denn Inhalte in eine App? Dass man auch diesen Aspekt mit reinnimmt und als Teil des Vermittlungsprogramms aufnimmt. Das ist natürlich quasi ganz frei machbar, je nachdem, wie viel Arbeit ihr euch auch selber antun wollt, indem ihr dann nachher selber die Challenge in CMS anlegen müsst oder ob man quasi sich gemeinsam hinsetzt und hier im Redaktionssystem arbeitet. Also das ist, glaube ich, auch nochmal diese unterschiedlichen Zugänge und Möglichkeiten zu sehen, was hier, glaube ich, spreche ich jetzt quasi mal, das ist sehr spannend. Und vielleicht noch abschließend von uns zu sagen, was wir machen wollen, also schon vorbereitet haben, aber wir quasi stellen das jetzt die nächsten Tage live, ist, dass wir eine sogenannte Demo-Challenge auch gemacht haben selber, die jetzt allen Museen zur Verfügung gestellt wird. Also einfach auftaucht in der Liste von euren Challenges, die ist natürlich dann immer versteckt, aber die könnt ihr einfach hernehmen und überarbeiten im Grunde genommen. Und vielleicht habt ihr dadurch, dass ihr jetzt ein konkretes Beispiel nochmal seht, so lege ich diesen oder jeden Quiz-Typ an, so lege ich eine Audio-Slide an. Das ist sozusagen unsere Hilfe, dass wir ein Demo für euch nochmal. Das war ja, wir hatten ja schon mehrere solcher Community-Meetings und ich glaube, beim allerersten war das ja auch ein Wunsch, der von den Museen kam. Es hat jetzt etwas gedauert, aber gut, quasi haben wir das umsetzen können, auch technisch, inhaltlich und technisch. Inhaltlich hat es die Linda ganz dankenswerterweise gemacht, damit man, da ging es quasi darum, wenn man hier reinkommt, dass man mal sieht, wie schaut denn das aus? Weil wenn man zum ersten Mal eine Challenge anlegt, ist die ja leer. Alle, die das schon quasi gemacht haben von euch, werden sich zurückerinnern, dass man dann quasi mal vor dieser leeren Maske steht. Und nachdem dieser Wunsch eben von verschiedenen Museen kam, haben wir das jetzt aufgreifen können und hier quasi eine befüllte Challenge, die auch schon auf diese
Vermittlungsmethoden, die Lila vorher erwähnt hat, dass man eben diese kleinen Inhaltshäppchen macht, Fragen einleitet oder danach Kontext gibt zu den Antworten. Da sieht man quasi auch, wie lang ist denn dieser Text im Backend, den wir quasi so als durchschnittliche Länge auch, natürlich kann man kürzer und länger immer mal machen, aber das ist quasi einfach nur mal so ein durchschnittliches, ein durchschnittliches Beispiel. Wie schaut denn das dann im Backend aus, wenn ich auf den App-Simulator klicke? Wie schaut das dann in der App aus? Wie schaut zum Beispiel eine Multiple-Choice-Frage aus? Die gibt es ja noch nicht so lange, also vielleicht das auch nochmal als Hinweis an alle. Entschuldigung, jetzt war ich natürlich die falsche, ich wollte zur Zuordnungsaufgabe, die Multiple-Choice-Frage gibt es ja schon seit Beginn. Aber die Zuordnungsaufgaben gibt es noch nicht so lange und die bieten aber ganz vielfältige Möglichkeiten. Die heißen im Redaktionssystem Matrix, weil man die quasi zueinander verbindet wie in einer Matrix. Und da kann man quasi eine Quizfrage eingeben und dann zum Beispiel, das ist auch ein Tipp von uns, noch ordne richtig zu als Hinweis mitgeben. Mehrere richtig ist, glaube ich, auch bei Multiple Choice. Ja, das zeigen wir auch noch schon. Und dann hat man hier die Möglichkeit, Paare zu erstellen. Also zum Beispiel will ich Text zu Text zuordnen oder Bild zu Text oder Bild zu Bild. Und dann kann man hier zum Beispiel, wenn ich Text zu Text, hier war die Frage, um es gleich nochmal in den Kontext zu setzen, was ist von Mozart und was nicht? Das heißt, hier kann ich dann zuordnen, Inhalt 1 ist immer das, was in der App, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch offen habe, quasi auf der linken Spalte vorgegeben ist. Und Inhalt 2 sind die Dinge, die dann unten in dieser Auswahlleiste stehen, die ich dann quasi mit dem Finger anklicken und draufziehen kann. Und dann habe ich zum Beispiel oben stehen die Zauberflöte und unten Ludwig van Beethoven und Mozart und Vivaldi und nochmal Mozart in dem Fall und kann das dann richtig zuordnen. Das geht genauso mit Bildern oder mit der Kombination aus Bild und Text. Das heißt, vielleicht ein quasi Tipp von uns, auch die neuen Möglichkeiten zu nutzen und die Challenges vielleicht nochmal damit zu bereichern. Aber bitte nicht freischalten. Das ist und bleibt eine Demo-Challenge. Ja. Wenn wir das auch irgendwie sehen, dann hauen wir euch. Also Spaß beiseite, das ist wirklich jetzt zur Nutzung gedacht, aber eben immer nur in dem Sinne, dass das von euch bitte komplett überarbeitet gehört, bevor das freigeschalten wird. Ja, oder einfach versteckt lassen und einfach nur zu Informationszwecken durchschauen. Gibt es noch keine Fragen? Dann würde ich jetzt noch eine Frage an den Stefan stellen, weil mich hätte nämlich noch interessiert, wie die Schülerinnen und Schüler, habt ihr in der Vorbereitung andere Challenges von Museen durchgespielt und haben sie sich da quasi auch Dinge abgeschaut oder gesagt, was hat ihnen getaugt, was vielleicht weniger? Also habt ihr das auch gemacht als Vorbereitung? Ja, das haben wir. Wir haben uns auch überlegt, was wir da einfach an Ideen übernehmen können. Ja, das war überhaupt diese, ich glaube auch, dass das die neuen Schüler immer wieder neu. Jedes Jahr muss ja wieder mit neuen Schülern anfangen. Und wenn ich dann in der 10. Klasse zum Beispiel jetzt das Projektseminar vorstelle, dann gehe ich natürlich auch auf FluxGuide und auf MuseumStars ein und sage das denen. Und wer sich dann runterlädt, weiß ich nicht, auf jeden Fall sehen sie das dann mal kurz, dass es gibt und können sich das dann anschauen und überlegen, was ihnen da gefällt. Super. Und vielleicht von Martin und Barbara, oder vielleicht zuerst Martin, weil ihr habt ja auch viel mehr Zeit gehabt, und das Projekt über einen viel längeren Zeitraum mit den Schülerinnen begleitet. Habt ihr dann auch von den Kindern in dem Fall, haben die Feedbacks zu entweder den anderen Challenges vom Stadtpalais gegeben oder überhaupt anderen Challenges, die sie in MuseumStars
von unterschiedlichen Museen vielleicht angeschaut haben, oder hast du sie absichtlich, weil du hast das ja auch über Worksheets, also über wirklich analoge Blätter zum Ausfüllen gemacht, habt ihr die App vielleicht gar nicht angeschaut vorher, um hier möglichst frei reinzugehen? Also wie seid ihr das angegangen mit Beispielen und so? Also ich habe so gemacht, dass ich tatsächlich die App in der allerersten Sitzung zum Einstieg quasi gezeigt habe, um einfach die Motivation zu erhöhen und zu zeigen, was wir da jetzt machen werden. Also wir haben ein paar Challenges von anderen Museen gespielt, hatten da unseren Spaß, sind bei vielen sehr kläglich gescheitert. Und dann war es quasi so der Auftakt so, und das machen wir jetzt in der nächsten Zeit auch. Also wir haben es nicht analysiert oder nicht angeschaut, oder was können wir denn da rausnehmen, was können wir da als Vorbild nehmen, sondern rein zur Motivation, jawohl, das wird jetzt auch unsere Aufgabe sein, da so etwas zu erstellen. Super, danke. Und Barbara, wie habt ihr das gemacht? Ich habe den Max gefragt vorher, ob er schon, also man, mit 8 Jahren, der hat ja auch noch kein eigenes Handy. Und ich habe ihn gefragt, was er für Apps kennt und selber spielt. Und das waren halt dann, ich weiß nicht, ich kenne sie auch nicht so genau, so was halt Kinder so spielen, irgendwas zuordnen und so verschiedene Apps halt auf den Handys von den Eltern. Aber der ist sonst recht frisch und unbedarft da herangegangen. Und der wollte, er ist wirklich gekommen, nicht um was über die Kelten zu erfahren, sondern wirklich um einen Beitrag für diese App zu leisten. Ich glaube, das hat ihn motiviert. Das freut uns natürlich sehr. Leider nur einen, aber mein Gott. Ich habe mir ja schon überlegt, wir können das ja nochmal probieren im nächsten Sommer. Vielleicht ist es dann nicht so heiß. Oder das ist ja oft so in Museen, man weiß nicht genau, warum da jemand kommt, warum niemand kommt an einem bestimmten Tag. Das darf man nicht so persönlich nehmen, das habe ich schon gelernt in vielen Jahren. Aber nachdem das so leicht geht, kann man die App ja jederzeit erweitern und neuen Content dazu nehmen, entweder in einem weiteren Kapitel oder in diese Challenge von Max hinein. Und was ich da jetzt irgendwo gelesen habe, einen Tag hätte es gedauert, ja, einen Tag mit ihm. Aber das dann nachbearbeiten, das dauert dann schon noch, weil wir mussten ja dann noch Bilder suchen, die von uns sind, die man dann zu seinen Fragen und so weiter dazu stellt, um das ein bisschen zu illustrieren. Das sind nicht alles, das waren natürlich Profibilder, die wir auch fürs Marketing machen, mit denen dann sozusagen die fehlenden Felder aufgefüllt werden. Ja. Aber recht spannend habe ich auch gefunden, eben wie die jungen Menschen miteinander das angegangen sind. Also das habe ich wirklich sehr witzig zu beobachten. Du meinst jetzt mit dem jungen Praktikanten von euch, der Studentin? Also ja. Die jungen Erwachsenen und das Kind, das dann doch irgendwie sehr, also das hat man wirklich verwenden können, was da rauskommt. Und weder ist der eine jetzt so ein super Video-Anfertiger, der kleine Max hat sowieso keine Ahnung gehabt von den Kelten. Und ich war dann auch nicht empfindlich im Wording, das er sich ausgesucht hat, weil wenn man dann die Videos von ihm einfach so, wenn man ihn einfach so reden lässt, dann verwendet ein 8-Jähriger natürlich andere Begriffe, als ich als Archäologin verwenden würde. Nachdem das aber dann so aufgebaut war, dass die Challenge ja auf dem Video fußt, also das wollte auch er so. Also er hat im Video Totenkopf gesagt, das würde kein Archäologe so gelten lassen. Wissenschaftlich, das ist natürlich ein Schädel, weil es ja das Skelett ist. Und dann kann man das Wording natürlich auch nicht verwenden. Also da ist man natürlich dann abhängig von dem, was die Kinder dann da einbringen. Wobei man es natürlich dann quasi wieder in der Nachbearbeitung auch nochmal vielleicht mit etwas Humor dann aufgreifen kann. Und dann hat man den Max mit seinem Totenkopf und kann dann quasi auf der nächsten Karte sagen,
In der Archäologie heißt das natürlich nicht Totenkopf, da sagen wir Schädel oder also irgendwas in die Richtung dann halt. Ja, ja. Aber ich wollte eben wirklich nicht zu viel eingreifen. Ja, finde ich super, ja. Ja, danke für die ganzen Erfahrungsberichte. Vielleicht jetzt nochmal die Frage in die Runde, ob jemand anders auch schon Museumsdaten oder andere digitale Tools in der Vermittlung für der Vermittlungsarbeit für Kinder und Schulklassen eingesetzt hat und vielleicht auch spontan noch von den Erfahrungen berichten möchte. On the spot. Ansonsten, also wenn, dann bitte vielleicht einfach dieses Handhebe-Feature nutzen oder sich einfach laut schalten. Ich weiß, das ist jetzt etwas spontan, aber falls sich jetzt niemand meldet. Doch, hier. Ja, ja, bitte. Ja, hallo. Ja, doch. Bitte. Hallo, hört man mich? Ja. Ja. Also wir vom Archäologischen Landesmuseum haben ein Adventure Lab. Ich muss das mal gerade suchen auf meinem Handy. Das ist eine App, eine Geocaching-App. Das sieht dann so aus. Ich kann es mal gerade in die Kamera halten. Mal gucken, ob man das sehen kann. Da haben wir im Museum sieben Standorte, die versteckt sind. Also das kann man hier sehen. Hier sieht man diese den Grundriss vom Museum und dort sind die verschiedenen Geheimnisse versteckt. Und jetzt klicke ich mal eins an. So, und dann kann man hier das Detail sehen. Also das ist jetzt der Ort, wo man sich hinbegeben muss. Da steht ein kleiner Text. Begib dich in diesen Raum. Dann gibt es ein paar Informationen zu dem Objekt, ein großes Schiff des Mittelalters, ein Wrack. Und im Nachbau eines anderen Schiffes findet man dann eine Truhe. Und zu dieser Truhe ist irgendwo eine Klingel versteckt. Und diese Klingel muss man dann suchen. Wenn man dann diese Klingel gefunden hat, öffnet sich die Truhe, ein Code erscheint. Und dieser Code ist in einem Tresor, der außerhalb des Museums irgendwo zu finden ist, auch wiederum über eine andere App. Und dann kann man sich da einloggen. Also wirklich wie ein kleines Logbuch reinschreiben. Und wie gesagt, im Museum sind sieben von diesen Apps versteckt oder diesen Challenges und die muss man einfach suchen. Und was ganz spannend ist, wir kriegen hier immer die Bewertungen. Wenn ich hier drauf klicke, weiß nicht, kann man das sehen? Ich kriege hier die Bewertungen. Wenn ich jetzt mal unsere Bewertung lese, steht hier zum Beispiel drin, der beste Museumsbesuch meines Lebens. Was für eine lehrreiche, also wie gesagt, wir kriegen wahnsinnig gute Feedbacks darauf. Und wurde das mit Schülerinnen und Schülern erstellt? Nein, leider nicht. Das musste ich selber erstellen, auch in der Corona-Phase, wo hier nicht so wahnsinnig viel los war und wir festgestellt haben, wir müssen mehr für Einzelbesucher machen, weil wir weg wollten von diesen Gruppen. Ja? Und wie gesagt, das kommt sehr gut an, weil diese Geocaching-Szene ist doch erstaunlich groß. Und wie gesagt, wir knüpfen das einmal mit einem Außencache. Das geht um das Museum herum. Man kann das also auch nutzen, ohne dass man ins Museum kommt. Wer ins Museum kommt, kriegt, wenn er die App vorzeigt, ermäßigten Eintritt. Und wie gesagt, wir haben festgestellt, dass wir damit andere Zielgruppen erreichen als die üblichen, die sonst da sind. Also weniger Schulklassen als wirklich interessierte Einzelbesucher von Kindern bis zu Senioren, die da kommen. Also es ist ganz spannend. Ja, super, danke für den Input. Das geht mit den Museumsstars auch sogar. Lustigerweise sind unsere Aktivs, also wirklich so, wir haben ja diese Bestenliste, wo man dann sieht, wie viele Punkte die einzelnen Userinnen haben. Und da haben wir ganz aktive, die auch eher in Richtung Seniorinnenalter gehen, die uns auch dann wirklich immer wieder per Mail schreiben und uns auf zum Beispiel manchmal auch auf Hinweise, also auf was hinweisen, wenn sie sagen, uns ist aufgefallen, da geht was nicht, in einer Challenge ist keine richtige Antwort hinterlegt. Mhm. Also total spannend und auch quasi ganz gestreutes Zielpublikum. Und es wurde ja jetzt auch erwähnt, dieses Ding mit im Museum und außerhalb des Museums. Linda, magst du da vielleicht nochmal
näher darauf eingehen. Ja, obwohl ich gerade eigentlich ein wohlbekanntes Gesicht mit Frau Dr. Gatewood sehe, vom Mozarts Geburtshaus, dem Mozart-Museum in Salzburg. Wir haben beide gemeinsam zusammen mit Museumsstars den sogenannten On-Site-Guide erstellt. Also im Mozarts Geburtshaus gibt es Touren im Haus. Genau. Und für Kinder. Genau. Wir haben das so gemacht, wir haben eine Führung für das Geburtshaus, was weltweit verfügbar ist. Da, für uns ging es um Musikrechte, das war ein Problem, weil man muss sehr aufpassen. Und wir haben die Rechte gekauft für Musik, die wir weltweit benutzen könnten in unserer Geburtshausführung. Und dann haben wir das Problem mit Musikrechten im Wohnhaus gehabt, da wir zwei Mozart-Museen haben, Sie kennen das vielleicht. Und dort haben wir das mit Geofencing begrenzt, sodass man diese Musikbeispiele nur im Wohnhaus hören kann. Meinten Sie das, oder? Ja, und dann wollte ich noch kurz erwähnen, dass es eben auch zum Beispiel eine Kindertour durch das Geburtshaus gibt. Wo eben vor Ort auch mit Hilfe von, genau, wir sind jetzt da, mit Hilfe von kleinen Bildern, die den Weg anleiten und auch wieder Quizfragen, die gestellt werden, das Ganze diesmal nicht so sehr, genau, hier haben wir noch Hilfe bei den Bildern geben oder auch, ja, hier kommen die Quizfragen, da geht schon los. Also das Ganze passiert jetzt diesmal vor Ort, direkt im Haus und die Möglichkeit ist da, noch mehr als bei den Challenges, dass man Hilfestellung gibt, gehe hier und dort hin. Also es gibt auch einen Lageplan, den man verwenden könnte. Im Museumsprozess haben wir es jetzt nicht eingebunden, aber möglich ist es. Und das, ja, all diese Features, die es bei den Challenges gibt, die ganzen Quizfragen und so weiter, gibt es auch in den Touren vor Ort. Genau. Also vielleicht für alle, die jetzt mit Museumsstars noch nicht so viel Kontakt hatten. Museumsstars ist einerseits diese Hub-App mit diesen über 100 Museen, die Challenges für überall, also sprich nicht im Museum, sondern in einem anderen Land oder zu Hause, in der Schule. Alle diese Dinge sind in der Museumsstars Hub-App. Das sind auch die meisten die Beispiele, die wir heute alle gezeigt haben. Bis auf das, was die Frau Dr. Gatewood jetzt gerade herzeigt. Das ist nämlich wirklich der Medienguide, der auch möglich ist. Das heißt, man kann mit Museumsstars auch einen Medienguide wirklich für die Ausstellung vor Ort machen. Zusätzlich, wie Lina schon erwähnt hat, auch mit Lageplan dann zum Beispiel oder mit Wegleitung, wo man dann wirklich auch die Besucherinnen und Besucher, die Schülerinnen, die Gruppen durch das Haus leiten kann. Wir haben uns gefreut, dass wir das so machen könnten, dass wir unsere Quizfragen, wir haben auch ein Challenge, aber dass wir ein Quizfragen in unsere Kinderführung integrieren könnten, sodass die Kinder durchs Haus gehen mit ihren Eltern oder Familien und immer dabei was zu tun haben, irgendwo so eine Suchaktion oder so kleine Lösung oder irgendwas, was neugierig macht. Und wir haben die Rechte zu diesem Playmobil-Mensch, das ist unser Maskott, wir haben ihn machen lassen und er begleitet unsere jungen Gäste durchs Haus. Er ist überall zu sehen, so fast als Maskott. Ich habe dann gedacht, weil sie haben gesagt, dass sie auch so Avatar haben, so er ist praktisch unser Avatar, so, zum Beispiel. So, falls Sie das anschauen wollen, wird es auch vom Club sein. Ja, danke schön. Aber da sieht man auch wieder, dass dieses Avatar-basierte Storytelling, was ja im Prinzip nicht ein fancy Wort ist für, wir haben eine Figur, die hier als personaler Erzähler oder Erzählerin auftritt, dass man das mit ganz simplen Methoden machen kann. Man muss nicht unbedingt irgendjemanden haben, der hier was illustriert oder ein 3D-Figur erstellt, sondern man kann auch, wie in dem Beispiel, eine Playmobil-Figur nehmen. In dem Fall ist es zwar eine Playmobil-Figur, die wirklich Mozart zeigt und wo die Rechte auch vorhanden sind, aber natürlich gibt es das ja auch mit rechtefreien Dingen. Also das vielleicht auch nochmal als Tipp, dass man quasi so verschiedene Vermittlungsansätze und wie gestalte ich quasi diese Erzählung, super.
Also auch die Challenge vom Mozart Geburtshaus ist es, die ist auch in der Hardware verfügbar natürlich. Und man kann natürlich auch den On-Site-Guide dann, wenn man in Salzburg vor Ort ist, um dann wirklich im Haus auch die Tour zu machen. Aber dieses Beispiel kann man sich, alle unsere Beispiele werden wir vielleicht auch nochmal dann im Nachgang zusammenfassen, dass man dann einfach in der Museumstars-App die durchspielen kann und hier nochmal wirklich die Challenges sich anschauen kann und Tipps mitnehmen kann. Das war ja das Ziel von heute. Und ich, ja, wenn wir jetzt ein paar Minuten früher fertig sind, ist es ja auch gut. Einmal frage ich noch in die Runde, ob jemand jetzt noch ein Beispiel oder eine Wortmeldung oder eine Frage hat. Ich versuche gerade alle im Blick zu haben. Ich sehe jetzt gerade nichts. Das ist doch auch gut, wenn quasi einfach jetzt hier wir heute ein paar, anhand von ein paar Beispielen hier die Möglichkeiten vielleicht ein bisschen zeigen konnten. Und wir werden, wie gesagt, alle diese Tipps und Tricks, die wir hier im Miroboard heute gesammelt haben, nochmal sortieren und aufbereiten und clustern und vielleicht auch unsere Präsentation und die Präsentation von Martin mit den tollen Tipps für die ganzen Worksheets und wie bereite ich das für wirklich kleinere Kinder auf, dass man auch vielleicht in der Vermittlung jetzt gar nicht digital direkt arbeitet, aber es dann ins Digitale überführt. Also diese unterschiedlichen Ansätze, all die Dinge werden wir nochmal zusammenfassen. Und eine Aufnahme werden wir mitschicken, falls Sie das irgendwie an Kolleginnen weiterleiten wollen, die heute nicht dabei sein konnten. Genau, wir haben ja das ganze Zoom-Meeting aufgezeichnet. Das werden wir wahrscheinlich wie letztes Mal wieder so zur Verfügung stellen, dass man, wenn man den Link hat, darauf zugreifen kann. Das heißt, dann können Sie das auch oder ihr das auch an Kolleginnen und Kollegen oder sonstige Interessierte weiterverteilen. Und wir schicken es natürlich an alle, die heute nicht dabei sein konnten. Ansonsten hoffen wir, dass wir alle hier motiviert wieder rausschicken, dass hier heute Lust entstanden ist, vielleicht selber auch Museumstars im Vermittlungsprogramm des Museums mal auszuprobieren, sei es mit Schulklassen oder anderen Vermittlungsprogrammen für Kinder, Familien, und hier auch mal zu schauen, was kommt denn da und was können wir da für neue Möglichkeiten nutzen. Und ja, ansonsten auch wie der Stefan Müller musste leider schon gehen, aber er hat ja kurz erwähnt, die haben vor, das Projekt jetzt im nächsten Jahr durch diese internationale Kooperation wird die Schulklasse hier auch mit anderen Schulklassen aus anderen Ländern zusammenarbeiten und sie wollen englische Challenges erstellen. Vielleicht das auch nochmal als Tipp für alle. Es ist seit ein paar Monaten möglich, auf Museumstars auch englische Inhalte anzubieten. Das heißt, das auch nochmal, dass man hier natürlich nochmal ein ganz anderes Publikum erreichen kann. Ich habe ja eingangs erwähnt, wir werden demnächst das erste Museum in den USA auch haben. Und wenn dann natürlich, Linda? Genau, vielleicht kann ich dazu noch was sagen. So wie für die deutsche Demo-Challenge wird es auch eine englische Demo-Challenge geben. Wir haben nämlich dankenswerterweise vom Kennedy Space Center in den USA dafür Material zur Verfügung gestellt bekommen, die dann auch demnächst im Museum Stars mit dabei sein werden. Also es ist natürlich dann auch ganz nett, wenn man so Big Names damit dabei hat und deren Demo einfach wiederverwenden darf. Und vielleicht auch als Motivation, das Kennedy Space Center von der NASA ist natürlich ein riesengroßer Besuchermagnet. Das heißt, wenn die dann auch jetzt bald dabei sind, wird es sicher ganz viele internationale Besucherinnen geben, die dann über das Kennedy Space Center auf Museumstars aufmerksam werden, die App dann höchstwahrscheinlich auf Englisch öffnen. Deswegen vielleicht das nochmal so ein bisschen als Motivation an alle, die Challenges, die es vielleicht schon gibt oder neue, die man anlegen möchte, auch auf Englisch zu machen, weil hier natürlich man ganz neue Menschen zumindest im Online, im App-Feld erreichen kann.
Wobei natürlich ganz viele Museen, die heute hier sind, ja auch viele internationale Besucherinnen haben. Also wer weiß, wen man dann über Museumstars können kann, vielleicht mal die nächste Reise so zu planen, auch, dass sie auch die Museen, die hier vertreten sind, besuchen. Wir werden da vielleicht auch nochmal kleine Tutorials erstellen und ausschicken, wie man eine Challenge übersetzt. Wir haben hier nämlich einige Funktionen eingebaut, dass man, die Barbara lacht, weil mit der Barbara bin ich dieses Thema schon durchgegangen. Wir haben nämlich einige Funktionen, dass zum Beispiel alle Bilder und so weiter, also alle diese Medien, die man in die Challenge eingefügt hat, man kann quasi die ganze Challenge, wenn man auf Übersetzen klickt, wird die einmal dupliziert und im technisch mit der englischen Sprache, dass wir quasi wissen, das ist jetzt Englisch, hinterlegt und dann kann man die Texte einfach dort direkt übersetzen und es werden aber alle Bilder und so weiter schon übernommen. Das heißt, man muss nicht alle Karten neu anlegen, sondern kann hier schon quasi auf die bestehende Challenge aufbauen, wenn man übersetzt. Das also auch nochmal als Motivation und als vielleicht auch Bitte von uns hier doch auch zu überlegen, vielleicht mal in Englisch was zu machen. Und ja, ansonsten würde mir jetzt Barbara. Ich möchte vielleicht nur dazu sagen, warum ich gelacht habe. Ich habe es nämlich geschafft, dass ich mir beim Eintragen der englischen Inhalte die deutschen gelöscht habe und möchte sie jetzt ganz entspannt hinterlassen. Man kann das wiederherstellen. Ich glaube, das ist für jeden von uns ganz wichtig. Ich habe mir jetzt noch nicht getraut, das auch im Museum Stars auszuprobieren und habe gewartet, bis alle wieder aus dem Urlaub zurück sind. Das ist schon ein bisschen länger. Und werde es dann im zweiten Versuch hoffentlich besser machen. Aber das nur zur Beruhigung für alle, denen was passiert. Genau, da kann man... wenn also was passiert, keine Sorge, quasi Flugsguide und unser Team ist für euch da. Ich blende hier gleich nochmal die E-Mail-Adresse ein. Wenn was passieren sollte, wir haben Backups, wir stehen mit Tipps und Tricks und Rat und Tat zur Verfügung, mit Anleitungen, mit Fragen beantworten, mit Dingen wiederherstellen. Jetzt gibt es auch noch eine gehobene Hand sogar, Daniel Haumer. Ja, hallo, hört man mich? Ja. Ja, hallo. Und zwar nur eine Frage vielleicht noch, weil ich da recht neu bin in dem ganzen Museumsbusiness. Wie ist es denn mit der Preisgestaltung eigentlich bei den ganzen Paketen? Mit was für Kosten muss man da in etwa rechnen? Das würde mich interessieren. Generell ist es so, dass alle diese Remote-Features, also alle die Dinge, die wir heute hier in unseren Präsentationen gesehen haben, sind in der Hub-App und das ist, gibt es eine Folie dazu? Ah, danke, super. Wir haben hier quasi die Unterscheidung zwischen dieser Hub-App, wo alle diese über 100 Museen drinnen sind. Da ist die Teilnahme tatsächlich kostenlos. Man kann kostenlos eine solche Remote-Challenge erstellen. Und weil wir eben gerade für kleine Museen und einfach um quasi hier möglichst niederschwellig auch zu bleiben und ein Angebot bieten zu können, wollen wir einfach dieses Ding, dass man als Museum sich vorstellen kann, eine Museumsvisitenkarte befüllt, quasi in den Vorschlägen auftaucht und eine Remote-Challenge anlegen kann, das ist und bleibt immer kostenlos. Und dann zusätzlich gibt es eben die Möglichkeit, dass man diese ganzen On-Site-Features, nennen wir es, also alles vor Ort, wirklich im Museum, ein Medienguide durch die Ausstellung, wie die Kollegin aus dem Mozart-Geburtshaus gerade vorhin schon erzählt hat, Deborah, da kann man dann quasi wirklich einen Medienguide durch die Ausstellung anbieten mit ganz vielen zusätzlichen Features, also alles klassische Nummernwahl, Suche, Wegleitung, Lageplan, alle möglichen diesen Features. Da für alle Interessierten haben wir auch eine ganz genaue Aufstellung, die wir gerne durchschicken, einfach ein Mail an uns schicken. Und dort haben wir drei Pläne. Das heißt, das richtet sich nach der Anzahl quasi des Contents, Anzahl der Touren, Anzahl der Stops. Und da beginnen wir, Linda, du hast das hoffentlich. Bei ab 149 Euro im Monat. Genau. Und je nachdem, was man dann, wie viel quasi Umfang man dann hat und wie viele Exponate man einbinden möchte, wie viele Touren, geht es dann auf, ich glaube, 399 im Monat rauf.
Und dann gibt es noch Add-ons, zum Beispiel, wenn man eine eigene App im App Store haben möchte, wie das zum Beispiel das Mozart-Museum, die Mozart-Museen haben. Genau, aber da gibt es, wie gesagt, wir wollten das so günstig wie irgendwie möglich halten. Und da gibt es auch Unterlagen von uns, wenn es da Interesse gibt, auch einfach eine Mail schreiben an uns. Gut. Alles klar. Ja, vielen Dank. Und sorry für die Last-Minute-Frage. Nein, gerne. Das hat vielleicht eben mehrere noch interessiert. Ist nicht perfekt ausgegangen. Ist jetzt 11.59 Uhr. Besser hätten wir es nicht planen können. Vielen, vielen Dank, dass so viele von euch heute wieder dabei waren. Vielen, vielen Dank natürlich an unsere drei Vortragenden für diese spannenden Inputs und Tipps und Tricks. Und ja, wir freuen uns total, dass immer wieder so viele Leute zu den Community-Meetings kommen, das Format gut ankommt und wir werden sicher demnächst in den nächsten Monaten wieder eines veranstalten. Wenn es übrigens Themenvorschläge gibt, also heute der Schulklassen und Vermittlungsfokus, wenn es hier Ideen gibt von euch, dann gerne auch einfach per Mail bei uns melden. Wir wollen wirklich, dass das ein gemeinsamer Austausch ist, dass wir hier mit euch von den Museen gemeinsam dieses Netzwerktreffen quasi nutzen können und sind da ganz offen für alle Vorschläge und dankbar für alle Inputs. Ja, ansonsten vielen Dank und einen schönen Tag noch an alle und wir schicken die Materialien durch. Bye-bye. Tschüss. Ciao.